Den Teil hätten wir geschafft. Und jetzt schaue ich doch mal nach, was sich im Chat so tut und tummelt. Da pumpt die Kamera gerade übrigens. Hier sehen wir es. Sebastian Stange rauft sich die wenigen noch vorhandenen Haare. So. Wer in Anne. Wer in aller Welt ist eigentlich dieser Mensch, der mir hier die ganze Zeit im GameStar Skype 1 Milliarde Links schickt? Warum tust du das, Kaiau? Warum? Ich klicke na selbstverständlich grundsätzlich keine Links, die mir unaufgefordert zugeschickt werden. Selbst wenn sie von, oder insbesondere wenn sie von DeviantArt kommen. So, mal schauen. Was haben wir denn hier? Lieber André, warum habt ihr bisher kein Spiel vom deutschen Entwickler TML Studios getestet, zum Beispiel World of Subways Volume 4? Aus dem gleichen Grund, warum wir all die anderen Spiele von all den anderen Entwicklern noch nicht getestet haben, die wir auch schon hätten testen können. Wir sind der Meinung, oder wir haben sogar vielleicht festgestellt anhand von Meldungen oder sonstigem, dass es keinen interessieren würde. Das ist die harte Wahrheit hinter sowas. Ich nehme mal einfach an, wir haben uns das angeschaut. Wir haben uns gedacht, wie viele Leute interessieren sich für U-Bahnen, für World of Subways Volume 4. Und die Antwort, die wir gefunden haben, war vermutlich nicht genug. Und deswegen haben wir das bleiben lassen. Habe ich die Kommentare zum Erklärungsvideo zur Übernahme gesehen und was hältst du von denen? Ja, natürlich habe ich die gesehen, ich habe mir das angeschaut, ich habe da auch ein, zwei Mal kommentiert, René ja auch. Ne? Also René ist ja unser Director Brand Strategy, sozusagen so ein bisschen die rechte Hand des Verlagsleiters, also von Frank Meyer und mein Chef. Und der hat da ja auch schon durchaus mal Stellung bezogen. Ich fand es total ulkig, ehrlich gesagt. Das gilt weniger so für die Games.de, aber unter dem YouTube-Video. Mein Gott, wie viele Leute da dieses, oh Gott, Franzosen, das geht ja gar nicht. Ja? Ich habe das ja selber scherzhaft auch in diesem Vorstellungsvideo so ein bisschen anklingen lassen, aber ach, als ob jetzt Franzosen grundsätzlich Menschen wären, mit denen man als Deutscher unmöglich klarkommen kann. Das halte ich ja für ausgemachten Blödsinn. Bin gespannt, ob man überhaupt großartig viel von diesen französischen Kollegen zu sehen bekommt. Nur weil wir jetzt eine französische Mutter haben, sozusagen, und selbst das ist nicht ganz korrekt, weil die haben eine Gesellschaft in Deutschland gegründet und die hat uns gekauft. Das heißt, wir haben nicht mal jetzt direkt eine französische Mutter, wir gehören nur zu einem französischen Konzern, sozusagen. Und ob wir da jetzt, wie oft wir überhaupt jemals einen Menschen mit französischer Abstammung sehen werden, puh. Keine Ahnung. Das bleibt abzuwarten. Aber das fand ich ulkig, wie sehr diese, also häufig auch spaßig, wie sehr da auf diesem deutsch-französischen Ressentiments rumgeritten wurde. So, was halte ich von der Idee Sieg Hein? Also wer das nicht weiß, Sieg Hein, das ist so ein Format, das machen der David Hein und der Fabian Sigismund zusammen. Und da spielen sie so zwei Soldaten, die das Ende des Zweiten Weltkriegs verpennt haben und in einem Bunker Computerspiele testen, ansehen. Grundsätzlich muss ich ehrlich sagen, das, was die zwei da machen, das ist so ein Running Gag, der zwischen Spielejournalisten erzählt wird, seitdem ich in der Branche bin. Also seit mindestens 10 Jahren redet man über dieses, oh, man müsste sowas machen wie Hitler testet Spiele. Seit Hunderten von Jahren wird darüber gesprochen, aber bisher hat jeder davon die Finger gelassen, weil das natürlich eine sehr sensible Thematik ist und man sich da ganz schnell in die Nesseln setzen kann. Ja, das ist ja auch, zumindest jetzt was Kommentarreaktionen angeht, bei den beiden nicht ausgeblieben. Ich finde die Umsetzung ehrlich gesagt nicht super. Da bin ich vom Fabian erheblich Besseres gewohnt. Schließt den David da jetzt nur deswegen nicht mit ein, weil ich von dem ehrlich gesagt gar nicht Comedy-Formate kenne oder gewohnt bin. Ich kenne eigentlich nur so ein, zwei von diesen Talk-Sachen. Also, während von Fabian weiß ich ja, was er quasi da als
Comedian, wenn man so will, leisten kann. Und da bin ich der Meinung, hat er schon erheblich bessere Dinge getan. Gerade diese zweite Folge, wo sie in den USA sind und heiraten, das war mir echt too much, aber das ist Geschmackssache. Ich weiß gar nicht, ob es da jetzt noch weitere Folgen gegeben hat. Ich hatte das Gefühl, es ist so ein bisschen so ein One-Off. Vom Aufwand ist die zweite Folge natürlich krass, aber da waren die ja zufällig da in Los Angeles, nehme ich mal an. Und das war ja im Rahmen von diesem Dimension-Projekt. Und das erste ist aber schon, also so mit relativ simplen Mitteln ganz gut umgesetzt. So rein von der Art, wie es produziert ist, finde ich das gut. Und ja, wie gesagt, ich finde es eigentlich schon, ich respektiere, dass sie die Eier hatten, einfach zu sagen, jetzt machen wir das mal. Ja, die ganze Welt redet drüber seit 1000 Jahren, jetzt machen wir es. Das ist auf jeden Fall immer ein positiver Faktor in meinem Buch. So. Ich rede oft von einer Kosten-Nutzen-Rechnung, aber wie kann sich das bezahlt machen, wenn man für ein kurzes Event einen Redakteur zu Star Wars Battlefront fliegen lässt, Flug, Hotel und so weiter, wie kann sich das rechnen? Ja, ganz einfach, indem es zum Beispiel Hefte verkauft. Ja, vielleicht zur Erläuterung, der Dimitri Hallin, mein Kollege, ist nach irgendwo Kalifornien, glaube ich, geflogen, auf unsere Kosten für ein, zwei Tage oder so zu so einer Star Wars Convention, um dort Battlefront zu sehen. Ja. Und jetzt fragt man sich, wieso gebt ihr dafür, keine Ahnung, 1000, 2000, wie viel Euro aus? Wie rechnet sich das? Und die Antwort ist natürlich, wenn die Titelstory der GameStar Battlefront ist und dann viel mehr Leute dieses Heft kaufen, dann rechnet sich das. Ja. Und wenn wir mal nachrechnen, ich glaube, die GameStar kostet so zwischen 5 und 6, 7 Euro irgendwas, ne? Dann wissen wir, dass, so, nehmen wir mal an, es hätte jetzt alles 2000 Euro gekostet, dann sind wir 3000 verkaufte Hefte und schon sieht diese ganze Welt erheblich besser aus. Ne? Und da hat Heiko, der ja das Printheft verantwortet, die Rechnung angestellt, hat sich angeschaut, wie populär Battlefront 3 bei uns so ist bislang und hat sich gedacht, damit verkaufe ich vielleicht sogar 10.000 Hefte mehr oder 5.000 oder was auch immer. Und dann hat er sich gedacht, das lohnt sich. Ja. Dann muss man überlegen, das ist ja auch dann nochmal querkalkuliert. Denn erstens, wir verkaufen vielleicht mehr Hefte. Und dann kriegen wir die gleiche Story noch für online. Da macht die irrsinnig viel Klicks. Battlefront ist wahnsinnig populär. Das bringt nochmal Geld in den Pott. Und dann konnte ich ja noch zum Beispiel diesen Skype-Call mit Demi machen. Dann hatten wir noch ein Video am Start. Auch das Video bringt wiederum Werbeeinnahmen. Das Video kann wiederum auf die DVD, ist nochmal Mehrwert fürs Heft und so weiter und so fort. Das heißt, insgesamt ist dann der Invest durchaus zu rechtfertigen, weil das Ding halt so massiv gut ankommt. Also die GameStar-Leser stehen total auf Battlefront oder auch Star Wars. Star Wars allgemein ist extrem populär und jetzt natürlich gerade in dem Jahr, wo der neue Film ansteht, kann man davon ausgehen, dass Star Wars nochmal richtig abgeht. Das kann ich mir schon gut vorstellen, dass das sich tatsächlich gelohnt hat. So. Da wird über die nationale Einheit Frankreichs diskutiert. Werdet ihr auf Twitch auch demnächst die Strawpoll-Funktion nutzen? Entschuldigung, wir sind internationale Vorreiter im Nutzen der Strawpoll-Funktion, ja. Wir haben schon den Wert von Anrufern, ja, auf der harten, aber gerechten Waage von Strawpoll aufwiegen lassen. So, Modverkauf. Entwickler hat ja schon mit jedem verkauften Spiel Geld verdient. Okay, da sagt jemand, also im Grunde genommen, der Entwickler, also Bethesda, hat ja schon Geld verdient, indem sie diese ganzen Skyrims verkauft haben. Warum sollen die jetzt nochmal bei diesen Mods mitverdienen dürfen? Das muss ihnen ja reichen. Und da würde ich jetzt sagen, warum? Warum soll es ihnen reichen? Ne? Bethesda, nehmen wir mal, also es gibt ja verschiedene Sachen, die da immer ein bisschen mit reinfließen. Nummer eins ist, Bethesda steckt irrsinnig viel Kohle in diese Spieleproduktion rein. Skyrim oder Elder Scrolls ist bislang wahrscheinlich ein garantierter Hit. Also die könnten wahrscheinlich jetzt nicht alles, aber schon ziemlich viel vergeigen und Elder Scrolls 6 wird sich trotzdem sehr gut verkaufen. Das gilt aber nicht für alle Spiele. So, und wenn jetzt Bethesda das nächste Mal ein Spiel rausbringt, nehmen wir mal an, das ist nicht der Fall, aber nehmen wir mal an, die Elder Scrolls Online wäre ein gigantischer Flop gewesen. Keine Sau würde das spielen wollen. So.
Dann hätten sie da hunderte von Millionen in den Sand gesetzt. Und diese Kohle, die sie da investiert haben, ja, ohne zu wissen, wie viel Erfolg sie damit haben, die müssen dann die anderen Spiele reinbringen. Das heißt, mit einem Skyrim, also mit diesen sicheren Erfolgen, müssen sie so viel Geld einnehmen, wie es nur irgendwie geht, damit, wenn jetzt zum Beispiel sich rausstellt, keiner interessiert sich für Doom, keiner interessiert sich für das nächste Wolfenstein, keiner interessiert sich für Hü oder für Hot, dass dann die Kohle da ist und der Laden nicht dicht gemacht werden muss. Wie es zum Beispiel vielen kleineren Entwicklern geht. Die machen ein Spiel, das ist erfolgreich, dann machen sie noch eins, noch eins, noch eins, aber sie brauchen immer gleich das Geld, das sie eingenommen haben. Sie haben nie genug über und dann ist einmal ein Misserfolg dabei, Ofen aus. Ja. Das heißt, da muss Bethesda grundsätzlich natürlich erstmal mitnehmen, was geht. Und ich finde aber auch zum Zweiten, nehmen wir mal an, wenn ich jetzt der Autor des Spiels wäre, und dann nimmt jemand all diese Sachen, die ich geschaffen habe, und setzt sie aber anders zusammen und sagt, das ist jetzt meins. Und das verkaufe ich. Und damit verdiene ich Geld. Und du kriegst nichts davon ab. Dann würde ich mir schon denken, so, warum? Warum sollst du das Recht haben, mit all diesen Dingen, die ich gemacht habe, Geld zu verdienen, ohne mir was davon abzugeben? Ich finde das rein vom Gerechtigkeitsempfinden her durchaus legitim. Ich finde, das Ding ist halt, die Leute reagieren immer sofort anders, weil es um diese großen Firmen geht. Man denkt halt, ah, Bethesda, die haben ja genug Geld. Die sollen nicht schon wieder die Hand aufhalten. Ja? Die armen Mod-Entwickler, die haben das Geld viel nötiger und so weiter und so fort. Aber rein von dem, was fair ist, finde ich, wenn man sich all dieser Dinge bedient, dann, hey, das ist so ein bisschen wie mit den Let's Playern, die auch gesagt haben, so, boah, was soll denn das, Nintendo will was von diesem ganzen Werbegeld abhaben, das wir einbringen, indem wir ihre Spiele spielen. Wo ich mir auch denke, so, ja, aber warum denn nicht? Ihr benutzt das Ding, das Nintendo geschaffen hat und macht damit Kohle. Warum soll Nintendo nicht sagen, ich will davon was abhaben? Sonst macht eure Let's Plays mal ohne das Spiel im Hintergrund und dann sehen wir, wie viele Leute noch zuschauen. Ja, wenn das Spiel keinen Wert hat, wenn das Spiel keinen Anteil daran hat, wie viele Leute sich das anschauen, dann lasst es halt einfach weg. Dann macht einen Greenscreen dahin und lasst Fotos von eurer Familie durchlaufen oder sowas. Aber de facto ist das Spiel Teil dieses Entertainment-Produkts beim Let's Play. Und blöd, wenn man sich da sozusagen bei dem Zeug bedient, das andere Leute geschaffen haben, finde ich es durchaus legitim, wenn die sagen, sie möchten was davon abhaben. Muss ich sagen. Die Argumentation geht dann noch weiter normalerweise, ne? Aber ist das nicht Werbung? Verkauft Nintendo nicht noch mehr Spiele, wenn sie das zulassen und so? Aber Nintendo hat offensichtlich diese Rechnung angestellt und hat als Urheber beschlossen, nein, das ist nicht der Fall. Oder zumindest nicht so viel, wie wenn wir die Hand aufhalten. Also warum nicht? Ja. Gibt ja genug. Andere Publisher haben ja auch hübsche Spiele. 1 bis 10, wie gehypt bin ich für Witcher 3? Ich bin nicht der gigantischste Fan der vorigen beiden Witcher-Spiele. Also ich finde die schon sehr gut, aber ich bin nicht so ein... Es gibt ja viele, die so Mega-Fans sind und das bin ich nicht. Deswegen hält sich mein Hype-Level in Grenzen. Ich bin sehr skeptisch, bis ich es gesehen habe. Glaube ich nicht, dass die Leute, die zwei relativ lineare Spiele nur in einem teilweise desaströsen Zustand auf den Markt gebracht haben, ein Open-World-Spiel auf dem PC veröffentlichen können, das nicht vor Bugs trieft. Das glaube ich, wenn ich es sehe. Deswegen abwarten. So. Was halte ich von DirectX 12? Ich habe jetzt ein Video vertont auf Basis des Textes, den mein lieber Kollege Jan Purocker geschrieben hat, der sich als Hardware-Redakteur natürlich mit diesem Thema erheblich viel besser auskennt und habe dann viele Dinge über DirectX erfahren, die ich vorher gar nicht wusste. Und jetzt hat sich meine Meinung von gewandelt zu ja. André, ihr testet ja Early Alpha, also ich nehme an, mein Early Access-Spiele. Werdet ihr auch mal Kontrollbesuche machen? Machen wir dann, wenn diese Early Access-Artikel gelesen wurden, wenn wir das Gefühl haben, das hat schon vorher keinen interessiert, dann lassen wir es damit meistens bewenden. Habe ich Geschwister? Ja, habe ich. Ich habe eine ältere Schwester und zwei jüngere Brüder und selbstverständlich habe ich mit meinen beiden kleinen Brüdern gezockt. Ohne Ende haben wir gezockt. Ich würde gerne eigentlich immer noch gerne mit denen spielen, aber das Problem ist, ich habe mit meinem dem älteren meiner beiden kleinen Brüder habe ich immer sehr viel gespielt. Dummerweise hat der sich noch keine PS4 gekauft und das heißt, jetzt sind wir so ein bisschen getrennt. Wir hatten früher beide eine Xbox und eine PS3 und das ging halt super. Da habe ich halt immer geguckt, ob ich nicht irgendwo noch ein Spiel abzweigen kann, weil der hat natürlich jetzt, der ist gerade Student, der hat nicht viel Geld. Habe ihm dann meistens was rüberwachsen lassen, wenn das irgendwie ging. Ja, aber dann, jetzt, da er keine PS4 hatte, sind wir momentan sozusagen in zwei verschiedenen Welten. Das ist ganz tragisch. Ah,
Bedient sich die GameStar in gewisser Weise nicht auch anderer Spiele oder ist das Zitatrecht? Naja gut, ich meine, die GameStar bedient sich der Spiele aber mit der Erlaubnis der Hersteller. Ja, das ist ja immer das Ding. Die Leute, das ist ja das, was ich im Rahmen dieser Embargo-Diskussion immer wieder erklärt habe. Die Leute sagen ja immer so, boah, warum haltet ihr euch an Embargos? Das ist ja Bevormundung durch den Publisher. Nein, das ist quasi erstens eine rechtliche Verpflichtung, weil man in der Regel einen Vertrag unterschreiben muss, der regelt, wann eine bestimmte Information öffentlich werden darf. Das sind diese sogenannten NDAs, die Non-Disclosure Agreements. Ja. Und nein, darin steht nicht auch noch, was wir berichten. Da steht nur drin, zu welchem Datum diese Berichterstattung beginnen darf. Und zum anderen, die Screenshots und so weiter, die sind Dinge, die der Hersteller zur Verfügung stellt. Und wenn wir eigene Screenshots machen, dann ist das meistens mit zumindest der impliziten Genehmigung des Herstellers. Der dürfte uns das verbieten. Ja. Genauso wie Nintendo es eben bei den Let's Playern getan hat, das zu verbieten, dass sie das einfach so, ohne eben irgendwelche Gewinne abzuführen. Die Hersteller könnten morgen früh auch ankommen und sagen, pass mal auf GameStar, ihr dürft hier dieses Material, jenes Material nicht mehr verwenden, ohne dass ihr uns was von eurem Gewinn abgibt. Dann würden wir allerdings natürlich sagen, aber wir haben eh nicht genug Gewinn, um davon jetzt auch noch was abzugeben, Freunde, den brauchen wir selber. Und dann würde man halt sagen, dann schauen wir, dass wir ohne dieses Material auskommen. Dann müsste man sich tatsächlich im Rahmen des Zitatrechts bedienen. Das ist aber relativ eng, dieser Korridor. Das heißt, dann wird, sag ich mal, die Bebilderung und auch die Auszüge in Videos und sowas, das wird dann alles erheblich knapper ausfallen, wenn das mal eintreten würde. So, war Besiege ein Flop bei den Lesern? Nein, Besiege war kein Flop bei den Lesern. Das ist übrigens eine gute Idee. Besiege lief eigentlich ziemlich gut, da könnte man tatsächlich mal wieder was machen. Von daher, im Falle von Besiege, nein. Was halte ich von Dirt Rally? Keine Ahnung. Ich habe es ganz kurz im Vorbeigehen gesehen. Early Access, ja, ist so eine Debatte, ne? Dürfen große Titel, die die Publisher im Rücken haben, also mit Geld, dürfen die in den Early Access rein? Aber da würde ich immer sagen, hey, die Leute entscheiden selber, dass sie das vorab spielen wollen und dafür Geld bezahlen wollen und warum eigentlich nicht? Ne? Warum ist besser als der Schrott, der da manchmal dran steht? Warum sehe ich heute wieder so gut aus? Es muss die Videokompression sein. Was haben wir denn da? Wie fand ich den Star Wars Trailer? Zu kurz. Da ich wollte mehr. Das sind so Schnipsel, mich interessiert die Geschichte. Dieses ganz kurze Bild von dem vermeintlichen Sith fand ich ein bisschen... Das sah aus so... Weiß auch nicht. Wie das gelungenste Cosplay auf einer LARP zum Thema Cyberpunk. Das hat mir nicht gefallen. Aber keine Ahnung, mal abwarten. Ich will mehr sehen davon. Warum liest man auf der GameStar so wenig über E-Sport? Das habe ich übrigens auch schon mal erklärt. Der gute Vogt20 hat mir nahegelegt, mal ein FAQ zu schreiben und hat selber sogar schon vorgelegt. Ja, dieser Mann ist mal ein engagiertes Community-Mitglied, kann ich gar nicht genug loben quasi. Das gibt mir zu denken, jetzt gerade wieder daran. Also auf jeden Fall, das Thema E-Sport behandeln wir, die Kurzfassung ist, wir behandeln das Thema E-Sport erstens deswegen nicht, weil es auf der GameStar natürlich wenig populär ist, das heißt, wenn es viel gelesen werden würde, gäbe es mehr dazu. Zweitens haben wir, weil es über die Jahre meistens nicht gut ankam bei der Community, nie eine erhebliche E-Sport-Kompetenz aufgebaut. Also es gibt so ein, zwei Leutchen, die sich hier schon ganz gut auskennen, der René Häuser witzigerweise, der ja jetzt oben irgendwo in den höheren Sphären der Verlagsleitung schwebt, ist ja sogar ehemaliger E-Sportler, der kennt sich sogar in diesem Thema sehr, sehr gut aus, ist auch einer, der immer wieder lobbyiert hat dafür, dass wir da mehr machen. Ihr könntet das auch befehlen, aber das hat er bislang zumindest noch nicht getan. Ja, aber das ist sozusagen schon in den höchsten Etagen ist es ein Anliegen, dass da mehr passiert. Aber es ist natürlich schwierig. Ne? Also richtig viel Arbeit reinzustecken, um sich da einzuarbeiten und immer auf dem Laufenden zu bleiben und sowas, das ist nichts, was man einem von unseren normalen Redakteuren quasi als Auftrag geben kann. Der macht dann nichts anderes mehr. Und das, was er in der Zeit sonst gemacht hätte, das fehlt. Umgekehrt produziert er dann diese ganzen E-Sport-Inhalte. Oder am Anfang erstmal gar nichts, weil er sich da einarbeiten muss und so. Schwierig. Ist ein sehr aktualitätsgetriebenes Thema. Das ist eine quasi Subkultur innerhalb des Gamings auch noch. Da muss man sich sehr gut auskennen, damit die Leute nicht lachen, wenn man drüber schreibt. Schwierig.
Bin ich von Star Wars Battlefront enttäuscht? Nein. Nein. Sagen wir mal ehrlich, Battlefront, das kommt zum Filmrelease von Star Wars. Das hat einen sehr, sehr festen Release-Termin. Der wird unverrückbar sein, größtenteils, also wenn nicht die absolute Katastrophe eintritt. Deswegen halte ich es ja eigentlich sogar für sehr verantwortungsvoll von EA, dass sie da die Features relativ zurückgefahren haben, damit das Ding in einem ordentlichen Zustand erscheinen kann. Weil ansonsten, wenn das jetzt vollgepfropft wäre mit Features, auch noch voll mit Features, die DICE so in der Art vielleicht noch nie gemacht hat und sowas. Und dann, das würde dann im Zweifelsfall in einem total verbuggten Zustand in den Laden kommen müssen. Es gibt bei solchen Deals, solchen Lizenzdeals manchmal sogar die Verpflichtung, dass das Spiel an einem bestimmten Zeitpunkt veröffentlicht werden muss und ansonsten muss der Hersteller eine Strafe zahlen. Ich sage nicht, dass das im Falle von Battlefront so ist, da habe ich keine Ahnung, aber das kommt vor. Ja? Und das müsst ihr euch mal vorstellen, dass also quasi EA dann, wenn sie verschieben müssten, auch noch an LucasArts oder jetzt an Disney oder wen auch immer eine Strafe zahlen müsste. Das heißt, dass sie da auf Nummer sicher gehen, dass das Spiel vernünftig fertig wird und dann eben von mir aus nicht das gleiche Feature-Set hat wie Battlefront 2 oder sowas, ist eigentlich sehr vernünftig. Dass Battlefront-Fans jetzt vielleicht sagen, hey, das ist ein Rückschritt und das gefällt mir nicht, ja mein Gott. Aber das, ich finde es halt immer legitim, wenn Spiele was anders machen oder auch von mir aus, wenn Spiele weniger machen. Das heißt dann im Zweifelsfalle, dass die vielleicht eine niedrigere Bewertung von uns kriegen. Muss man mal abwarten, wenn sie das Wenige, was sie tun, vielleicht besonders gut machen, dann auch nicht. Und es ist genauso legitim, dass dann ein Teil der Kundschaft sagt, das ist nicht das, was ich mir erwarte, das kaufe ich nicht. Aber sich jetzt hinzustellen und so zu tun, als wäre es ein Affront gegen die Menschheit, dass Electronic Arts diese Features in dem Spiel auf ein gerüttelt Maß zurechtgestutzt hat oder sowas, das ist vielleicht eine Enttäuschung für die Battlefront-Fans, aber ansonsten, ich kann mich darüber nicht so richtig aufregen, ehrlich gesagt. So, was halte ich von der 970, besonders wenn es darum geht, darauf Witcher 3 zu spielen? Nach dem, was ich so gehört habe, sollte das eigentlich eine ganz gute Karte dafür sein. Aber wie ich auch vorhin schon gesagt habe, ich bin sehr skeptisch, was die Technik von Witcher 3 auf PC angeht, deswegen warten wir mal ab. Könnten wir Multiplayer-Duelle machen, zum Beispiel mit René Häuser? Ja, wir könnten Multiplayer-Duelle sicherlich machen. Ich überlege mir immer halt erstens auch, ne, das ist ein ziemlicher Aufwand, also auch, wie man das dann filmt, weil das sind dann halt 3-4 Leute, die sitzen vielleicht auch noch alle an verschiedenen Positionen im Büro. Wenn sie nicht an verschiedenen Positionen im Büro sitzen, müsste man vielleicht noch die entsprechenden Rechner irgendwo hintragen, ne? Da sind erstmal ein ganz schöner Aufwand mit verbunden, da muss man diese ganzen Matches einfangen, dann muss man die Matches so zusammenschneiden, dass nachvollziehbar wird, was ich dahinter sehe und so. Also so wie ich mir das vorstellen würde, wie man so eine Multiplayer-Partie vernünftig einfängt, das ist schon eine relativ aufwendige Produktion und im Moment so aus dem Bauch aus, ehrlich gesagt, würde ich nicht glauben, dass das so viele Leute anschauen, dass sich dieser Aufwand dafür lohnt. Das könnte man irgendwann einfach mal ausprobieren in etwas simpler und dann mal sehen, wie das Interesse daran ist. Aber aber ist natürlich sonst nett, also würde es schon ganz gerne machen. Müssen wir mal gucken. Genau, es hieß ja, wir bleiben nach der Übernahme in München. Bleiben wir im gleichen Gebäude? Nein, ich denke, wir werden umziehen in ein anderes. Aber wohin und wann und wie und wo ist alles noch nicht bekannt. So, da sagt jemand, Battlefront sieht aus nach möglichst viel Kohle für kaum Aufwand. Weiß ich nicht. Finde ich nicht, kommt echt darauf an, auch jetzt, ich glaube, man weiß, seit wie lange arbeiten die? 2 Jahre oder sowas? Ich sehe es nicht, ehrlich gesagt. Ne? Also diese ganze Star Wars Welt hübsch umzusetzen, in der Grafikqualität alleine, ist ja schon ein echt erheblicher Aufwand. Ne? Dann die entsprechenden Sachen anzupassen für die Bedienung dieser futuristischen Gleiter und was auch immer. Weiß nicht, ich glaube, da unterschätzt man sehr, was das für ein Aufwand ist, sowas zu machen. Und, also es war ja auch schon bei Hardline so, wo die Leute gesagt haben, boah, es ist ja eigentlich nur ein Add-on. Na. Der Anspruch, der dargestellt wird, der verwirrt mich manchmal so ein bisschen. Wenn ich, also gerade, wenn ich das so vergleiche, wenn das halt überall so wäre, ne, aber da heißt es, nee, das ist doch kaum mehr als ein Add-on und dann kaufen die Leute aber sowas wie Pro Evolution Soccer oder FIFA immer wieder und keine Ahnung, oder auch Assassin's Creed und so weiter und so fort. Da habe ich immer das Gefühl, da ist so Masse statt Klasse, ja. Oh, Assassin's Creed hier, 500 Millionen Missionen und die Spielwelt ist ja ganz, ganz groß. Ja, aber was kannst du denn da machen in Unity? Läufst du halt rum in Paris und schnarch, also keine Ahnung. Schwierig.
konnte schon jemand das Valve testen? Nicht, dass ich wüsste. Ich glaube vielleicht der Sebastian Weber, der auf der GDC war, da bin ich mir nicht ganz sicher. Hätte jemand gerne ein Match zwischen mir und Michi in Mortal Kombat, nur ohne Mortal Kombat. Das haben ja der Flo Heider und ich eigentlich schon gemacht. Sowohl auf dem Bildschirm als auch auf dem Sofa. Was regt mich denn so richtig auf? Also was mich natürlich, also das ist ja bekannt, ne? Was mich immer total aufregt, sind die Unterstellungen, wir seien gekauft. Das sind Sachen, die mich immer wieder auf die Palme bringen. Das ist ja auch, glaube ich, schon 50 Mal ausgeführt, ja, dass ich der Meinung bin, dass ich über jetzt 15 Jahre mir eine Reputation aufgebaut habe, als jemand, der durchaus immer ehrlich und insbesondere unbeeinflusst und unmanipuliert und sonst was ist und wahrheitsgetreu berichtet. Das heißt nicht, dass ich nicht ab und zu Scheiße erzähle, aber das liegt daran, dass ich auch Fehler mache. Und wenn man mir unterstellt, ich sei beeinflusst oder gekauft durch irgendjemanden und würde nicht die Wahrheit sagen, das ist tatsächlich was mich immer wieder unglaublich aufregt, weil ich das, ja. Das ist halt einfach nur, also erstens natürlich ein bisschen verletzend persönlich, aber zum Zweiten ist es so ein, ich muss aufpassen, dass ich nicht hier lauter böse Begriffe in den Mund nehme, wenn ich darüber spreche. Es ist so eine Respektlosigkeit gegen den Aufwand und gegen all das, was man in der Zeit getan hat, um nämlich genau das nicht zu sein, sich nicht beeinflussen zu lassen, ja, sondern immer ehrlich und wahrheitsgemäß zu berichten. Und ich habe ja auch umgekehrt gesagt, dass wenn ich wüsste, dass irgendjemand tatsächlich sich einen Vorteil erschleicht, indem er sich beeinflussen lässt, ja, also wenn ich jetzt zum Beispiel wüsste, ein Konkurrenzmagazin hat einen Vorteil, also bekommt schon dauernd irgendwelche Exklusiv-Stories oder sonst was zugesteckt und schreibt im Gegenzug dem Publisher nach dem Mund, dann würde ich sie gerne und mit einem breiten Grinsen ans Messer liefern. Weil ich dann das Gefühl hätte, dass ich quasi bestraft wurde fürs Ehrlichsein und für das Bemühen, immer tatsächlich nur das zu schreiben, von dem ich überzeugt bin, dass es stimmt. Weil andere Leute sich nicht an die Spielregeln gehalten haben, sozusagen beschissen haben. Ja? Und dass ich hätte erfolgreich sein können oder dass ich an einem anderen Punkt sein könnte in meinem Leben, in meiner Karriere oder mit meiner jetzt inzwischen geschlossenen Firma, wenn das nicht passiert wäre. Ja, das sind Sachen, die mich aufregen. Und ansonsten, was regt mich denn sonst noch auf? Free-to-Play regt mich immer ein bisschen auf. Also nicht weniger in so einem Oh mein Gott, sondern eher in so einem oh, immer noch nicht tot, verdammt. Also auch da immer der Disclaimer, ja, es gibt ein paar Free-to-Play-Spiele, die machen das sehr ordentlich, aber ich hasse diese Free-to-Play-Games, die Spielmechaniken runter verdummen oder das Spieltempo verlangsamen und dich so zu nerven, bis du kaufst oder die Wartephasen einführen. Oh Gott, diese Browser-Games mit ihren Wartephasen. Ja, wenn das Spiel mir aufdiktieren will, wann ich es zu spielen habe. Jetzt kommst du in 15 Minuten wieder. Jetzt machen wir eine Pause. Jetzt kommst du in 20 Minuten wieder. Oh, jetzt musst du mal. Oh, der Scheiß kann gar nicht schnell genug vor die Hunde gehen. Grauenvoll. Dass damit jemals Geld gemacht wurde, ist so ein Affront gegen all die wunderbaren Spiele, die andere Leute gemacht haben. Ja. Sowas, das, ja, und sonst, was regt mich denn noch auf? Mein Gott. Manchmal regt mich die Story in Spielen auf, wenn sie wieder mal besonders dumm und klischeebeladen ist und dann auch noch so tut, als ja, prätentiöse Dinge. Die regen mich auch auf. Ich reg mich gerne auf, wenn ich das Gefühl habe, dass Leute so pseudo-intellektuellen Scheißverbrechen, wo man das Gefühl hat, sie halten sich für besonders clever und man sitzt da und denkt sich so, oh, ja, solche Sachen. Welche Spiele spielst du privat? Zurzeit bin ich immer noch an dem Bloodborne dran. Komme leider zu wenig dazu, das weiterzuspielen. Mortal Kombat gespielt. Ich war ja zu Besuch bei meinen Eltern jetzt am vergangenen Wochenende. Und habe da mit meinem Bruder, der eigentlich fast das ganze Wochenende Mortal Kombat gespielt. Das war relativ cool.
Was spiele ich denn sonst noch so? Ich spiele am Wochenende häufig mal Pillars of Eternity weiter. Sonst noch was? Ich habe noch ein Spiel, das habe ich so ein bisschen auf der Halde. Ah, was ist denn das noch gleich? Ich habe auf dem iPad Baldur's Gate Enhanced Edition, so für alle Fälle mal, also Baldur's Gate 2. Das spiele ich ab und zu ganz gerne so vor mich hin, aber eigentlich ist es mehr so das Notlösungsspiel, wenn man halt nur eben das iPad zur Hand hat. Oh, und natürlich bin ich immer noch bei Persona 4 unterwegs auf der PS Vita. Fantastisch. Immer noch fantastisch. Wird ab und zu, jetzt zieht sich's ab und zu mal ein bisschen mit diesen Dungeon Crawler Passagen, wo ich mir denke, so, kein Bock mehr auf euren Grind, aber ansonsten ist immer noch klasse. So, da dankt mir jemand dafür, dass ich die Community einbeziehe. Ja, ich bin ja heilfroh, dass die Community mit dabei ist. Ich wünschte ja eigentlich, mein Traum wäre ja gewesen, dass das langsam irgendwann mal so ein bisschen bergauf geht. Tatsächlich sind wir immer so ein bisschen unter uns hier, was jetzt erstmal natürlich auch irgendwie ganz cool ist, ne? Wir haben so unseren eigenen Club sozusagen. Hatte aber tatsächlich so ein bisschen die Hoffnung, hey, wenn wir Feedback nur regelmäßig genug machen und da am Ball bleiben, dann geht diese Zahl unter dem Twitch-Stream irgendwann von ihren 300 mal auf 4, 5 oder 6 oder sonst irgendwas. Ja, keine Ahnung. Ich bin vielleicht zu Highscore-süchtig. Aber ansonsten, ja, ist ja cool. Ich habe es ja schon mal gesagt, für mich ist das wertvoll, wenn ich mit der Community reden kann, also wenn ich mit euch reden kann und auch Feedback kriege oder auch mit Leuten spreche und dann irgendwo bleiben mir dann nach und nach die Namen auch so manchmal so ein bisschen hängen und dann weißt du, ah, den Vogt 20 kennst du oder den hier Bad Test 21 oder sonst was, ja. Oder hier Hawk S73, glaube ich, ist es oder sowas. Auch der ein endlos diskutierender, wieso seid ihr eigentlich, ist bei euch nicht alles kostenlos, Typ ist, aber immerhin, mit dem kann man ja reden. Ja, sowas, das ist es interessanter, Dinge zu schreiben oder Dinge zu machen, wenn man es für Dinge, Leute tut, die man kennt oder glaubt zu kennen. Meine Damen und Herren, René Häuser in der Haus, kommst du dazu? Natürlich darfst du. Wir sind ja hier in der Open-Mic-Runde. Nimm den Stuhl. Ja. Hoher Glanz in unserer Hütte. Ja. Ich rutsch mal. Ja. Ist immer der beste Teil, wenn die Leute das über dieses Lüftungsgitter ziehen. So, ich habe es vorhin schon erzählt hier. Das ist tatsächlich jemand aus der ganz oberen Sphäre sozusagen. Boah, der treibt doch nicht Ja. immer so. Ja. Wie dicht muss ich denn ran an das Mikro? Du, du kannst eigentlich sogar dahinter. Sebastian saß schon mal hinten quasi Echt okay. außerhalb des Fensters. Ja. Genau, das sollte Ich eigentlich soll überhaupt jetzt immer kein auf Problem meine werden. Brille aufpassen, dass die nicht immer so schief sitzt, habe ich ja in den Kommentaren Hat man gelesen. das, ja, stimmt. Ja. Ich glaube aber, dass. Ich weiß nicht, ob das konstruktive Kritik war, die du da bekommen hast. Genau. Ja. Genau, ich habe es vorhin schon erzählt, das ist mein Chef, der hier heute Abend uns mal Gesellschaft leistet. Vermutlich, um all die Fragen zu beantworten über den Verkauf, die ich nicht beantworten konnte. Ne? Zum Beispiel, wie viel haben wir nochmal gekostet? Ich konnte es beim letzten Mal nicht genau verstehen. Große Staatsgeheimnis, wie das immer so bei diesen Deals ist, über den Kaufpreis wird Stillschweigen vereinbart. Also über Geld wird nicht geredet. Nein. Ja. Ist nun IDG oder Wikipedia Teil von Game? Meint ihr den Game. Game-Verband? Diese Frage von German Force LP, das sollte nochmal konkretisiert werden. Ich bin nicht ganz so sicher, was damit gemeint ist, ehrlich gesagt. Was ich aber heute sehr, sehr häufig gelesen habe, ist, ob es denn jetzt noch schon irgendwelche Dinge anzukündigen gibt. Ja? Also das habe ich vorhin in den Kommentarfragen schon Deswegen bin ich doch verneint. da, Ja. André. Ja. Du weißt, am Montag Du weißt, kannst du zu Hause bleiben. du weißt, dass ich bis Montag nicht meinen Schreibtisch ausgeräumt kriege. Nein, nein. Bis der ganze Kram hier abtransportiert ist, da musst du Das mir eine hat Woche mir, das Vorwarnung hat mir, geben. glaube ich, im Video auch gar nicht erwähnt, was man ja eigentlich noch fairerweise dazu sagen muss. Das ist ja alles noch vorbehaltlich der Zustimmung der Kartellbehörden. In Österreich aber nur. Also die Österreicher können noch einen Strich durch die Rechnung machen. Österreich hat uns in der Hand, ja. Aber genau, und danach dann erst, also das ist irgendwie Ende Mai, läuft das dann diese Frist aus und wenn die keinen irgendwie Einspruch erheben, dann ist es erst richtig offiziell. Ja.
vollzogen und dann dürfen wir auch quasi mit den Neuen zusammenarbeiten. Vorher ist es nur auf dem Papier und man kann schon mal Gedanken austauschen, aber dann ist es erst offiziell. Also die dürften uns jetzt noch gar nicht den Baguette-Freitag verordnen, selbst wenn sie es wollten, willst du damit sagen? Genau, das können wir nur selbst machen. Okay. In voreilendem Gehorsam können wir natürlich machen, was wir wollen. Aber gibt es eine Tendenz, also das, ich habe vorhin schon gesagt, das ist wahrscheinlich echt zu früh, jetzt versuchen wir erstmal hier diesen ganzen Firmenübergangskram in die Wege zu leiten, ne, mit Umzug und was auch immer, was da noch alles ansteht. Aber die Leute fragen halt, ob sich da in der Strategie irgendwas ändert. Ja. Die gucken wahrscheinlich auf die anderen Webedia-Angebote. Ja. Ne? Also ich habe auch schon Leute gesehen, die gesagt haben, so, oh, Movie Pilot, hier ganz viel Clickbait-Zeug auf Social Media und so. Das geht dann bei euch ja halt demnächst auch los oder sowas. Ist irgendwas, was absehbar wäre? Wie ich ja auch schon am Mittwoch, glaube ich, war es im Video gesagt hat, eigentlich wollen wir das noch mehr machen, was wir bisher auch machen. Also ich glaube, dass Unterhaltung wieder ein bisschen mehr in den Vordergrund rücken wird, oder ich hoffe es zumindest, das Video halt wie bisher sehr wichtig sein wird und auch eben klare Kante und markante Gesichter. Zu MoviePilot muss man ein bisschen sagen, das ist ja von einem Startup in Berlin gegründet worden. Die haben letztes Jahr dann den deutschen Teil verkauft an Webedia. Der andere Teil ist ja immer noch mit moviepilot.com. Die waren aber schon immer so, das ist ihr Konzept. Die sind groß geworden mit Facebook. Die haben also gesagt, eigentlich, wir machen eine Webseite, aber eigentlich das Wichtigste ist, was wir über Facebook machen. Deswegen hat das wenig mit Webedia zu tun, weil ich kenne die schon sehr lange und das war immer so. Also das heißt MoviePilot schon. MoviePilot war halt so. Filmstart ist genau das Gegenteil. Die sind halt eher auf Google-Traffic ausgerichtet, also machen halt viel Traffic über ihre Datenbank und über Trailer. Und die sind dann wieder ganz anders. Oder Jovideo in Frankreich oder so war immer ein großes Vorbild, ehrlich gesagt, auch für eine GameStar.de. Haben wir früher viel rübergeschielt, so, was die so machen. Und die sind ja auch ganz normal geblieben. Ja. Also das ist halt, Ich habe vorhin tatsächlich das Vorplay als Beispiel gebracht. Ja. Weil da haben ja auch alle vorher gesagt, so je nach dem Kauf von Computec, da bleibt kein Stein auf dem anderen. Aber siehe da. Tatsächlich die Frage war, ob IDG oder Webedia Teil des Gameverbandes sind. Das ist eine ulkige Frage. Und ob man mich auf der Gamescom treffen und stalken kann. Treffen vielleicht, stalken bestimmt. Gameverband, also ich weiß, dass da einige ja beigetreten sind. Ich glaube auch hier Rocket Beans zum Beispiel. Krawall war früher im Gameverband. Ah, siehst du. Aber das war so ein reiner Barter-Deal. Ja. Und irgendwann ist ihnen dann aufgefallen, dass wir jetzt mal anfangen könnten, Geld zu bezahlen. Aber ich glaube auch, dass gerade Making Games, also gerade wo Heiko das noch selbst betreut hat, glaube ich, da auch mal enge Beziehungen waren. Ich glaube, wir waren nie so richtig. Ich will nichts Falsches sagen, ich kenne mich da nicht so gut aus. Ich glaube, wir waren Medienpartner immer oder solche Sachen, aber ich glaube, wir waren nicht richtig Mitglied. Wir halten uns, glaube ich, was das angeht, ja auch Computerspielepreis und Co. und Bio und GMR so eher ein bisschen auf neutralem Gebiet. Ja, ich sehe da auch nicht den wirklichen Gewinn, da jetzt in so einem Verband zu sein, aber lass mich da gerne auch von anderen überzeugen. Ich kann dir sagen, der Gewinn für mich damals war, dass man über den Game-Verband damals diese GfK-Zahlen einkaufen konnte. Das heißt, man die Verkaufszahlen, die genauen Verkaufszahlen von Spielen, das war natürlich für die Planung von so einem Spielemagazin nicht ganz verkehrt. Ja. Ich habe da ganz interessante Frage, kommen jetzt eigentlich mehr Videos durch den Wechsel oder plant ihr auch mehr Twitch-Videos zu machen? Das ist eigentlich meine Hoffnung, dass wir das, gerade das Livestreaming, ein bisschen größer, auch mit personell ein bisschen mehr forcieren können. Die Kollegen von High Five mit dem Florian Heider probieren das ja schon so ein bisschen als Beta aus, glaube ich, zweimal pro Woche live. Und das wäre zumindest mir ein Anliegen, auch das irgendwie verstärkt, regelmäßig, täglich, stündlich zu machen. Auch da wieder kann man schon Video mal angucken oder millennium.org. Die haben halt, glaube ich, teilweise 5, 6 Livestreams parallel den ganzen Tag über. Ja. Ich weiß nicht, ob das alles so bei GameStar auch funktionieren wird. Wir haben auch ein bisschen anderes Publikum, aber ich fände es spannend, das auszuprobieren. Und ich denke mal, du ja auch. Also ich glaube, wir wollen da mehr noch im Videobereich machen. Der Witz ist ja, du hast mir das vor Wochen, hast du mir diese Video-Geschichte gezeigt, jetzt weiß ich warum, wo wir darüber gesprochen haben, dass das ja quasi so ein eigenes Fernsehprogramm ist, was die da machen. Ja. Und wir haben damals aber noch gesagt so, ey, Twitch, erstens in Deutschland noch vergleichsweise sehr klein. Mhm. Und was, selbst wenn wir 10.000 Zuschauer da jedes Mal haben oder sowas, was kommt denn dabei rum? Und wie viele Leute abonnieren so einen Konzern, anstatt nur so eine Einzelperson?
Und das ist jetzt sozusagen dann ein positiver Nebeneffekt, wenn unsere neuen französischen Overlords bereit sind, da zu investieren. Ja, genau. Für die ist das eben wichtig. Die sagen halt auch, die haben zum Beispiel eine relativ einfache Berechnung, die ihnen zeigt, ob ihre Seiten erfolgreich sind oder nicht. Und das heißt, sie wollen versuchen mit Visits, nennt sich das immer, Besucher auf einer Seite, und sie wollen pro Visit 1,1 Video-Views erreichen. Mhm. Das bedeutet, schon mal Zielvorgabe fürs nächste Jahr, GameStar hat ungefähr so um die 10 Millionen Visits, 10 bis 12 Millionen Visits. Das bedeutet, sie würden ganz gerne, dass wir auch so 14 bis 15 Millionen Video-Views haben. Mhm. Also da ist noch Luft nach oben. 14 Millionen Views pro Monat. Im Monat. Ja. Moment mal. Oder sind wir zwei? Also pro Monat. Ja. Nicht im Jahr. Nee. Oh. So. Ich bin ja immer davon auch ein großer Fan von Video, weil man da einfach viel besser irgendwie das darstellen kann, was wir tun. Also gerade was Spiele angeht, einfach das Vorspielen. Man sieht es ja auch, die Let's Player, warum sind sie so erfolgreich gewesen, weil sie halt direkt, oder auch Giga, wir haben ja immer irgendwie auf das alte Giga geguckt, so einfach loslegen, spielen, zeigen, wie es funktioniert, auch wenn es mal abstürzt und nicht funktioniert oder solche Sachen, einfach dieses Unmittelbare. Und das würde ich ganz gerne halt auch weiter forcieren. Und wie gesagt, ich glaube mal, hier gerade das Büro ist da genau auf meiner Seite hoffentlich. Ich glaube, die ganze Livestream-Geschichte ist sowieso was, was viele hier natürlich sehr cool finden, weil es halt auch erheblich, also du hast mehr von diesem Spaßteil, wo du sitzt und agierst, und nicht sehr viel von diesem Planungs, ich schreibe alles und auf, was ich sagen werde. Du kannst irgendwie alles, du kannst einfach zocken, oder du kannst auch drüber reden irgendwas, du kannst ein bisschen Spaß machen, du kannst News rüberbringen, also Informationen einfach. Es gibt halt viele Sachen, du kannst auch erklären, gerade jetzt die Call of Duty Videos waren echt cool, so mal ein bisschen, wie sind Entwicklungen. Ja. Du kannst halt einfach besser visualisieren und musst nicht lange Texte schreiben und erklären. Gerade jetzt auch, du kannst halt auch mal, es gibt eine Nachfrage, du kannst mehr darauf eingehen. Das finde ich irgendwie auch, ich glaube, das ist einfach, das ist natürlicher, und das kann man jeder auf dem Smartphone mitverfolgen, egal auf dem Fernseher, auf Konsolen, überall. Man muss sich irgendwie darüber Gedanken machen, wie, wo, was jetzt dargestellt wird. Video geht überall. Ja. Das, übrigens, vorhin habe ich erzählt, haben wir von deiner E-Sport-Vergangenheit erzählt. Da hat nämlich jemand gefragt, warum wir denn nicht mehr über E-Sport machen. Da habe ich erzählt, dass es, wenn es nach dir ginge, wahrscheinlich ein bisschen mehr wäre. Ja. Möchtest du über das Thema E-Sport irgendwas verlieren? Gerne. Also ich habe halt früher einen eigenen Clan gehabt auf der Xbox. Ja, Konsolenspieler. Ja. Ich komme eigentlich vom PC, habe dann aber dank Halo halt bin ich auf die Xbox gewechselt, habe da einen Clan gegründet. Den Namen lasse ich jetzt mal weg. Und wir haben halt 6 Jahre, gab es uns als Clan, und wir haben den dann nachher, also wir waren 4 Gründer und Leiter des Teams, und der ist dann zu SK Gaming gegangen, also das Team. Ich bin dann ausgestiegen nachher, auch aus Arbeitsgründen und wegen meiner Weltreise damals, und ich glaube, einige sind auch immer noch aktiv. Also wir haben halt Shooter gehabt, wir haben Racing gehabt, FIFA und solche Sachen, und ich selbst habe halt auch gespielt, habe viel Halo, Call of Duty, Counter-Strike gespielt. Mhm. Und habe auch für die ESL halt so nebenbei, auch als ich schon bei GameStar war, noch als Admin war ich noch tätig auf der Seite. Also habe Turniere mit organisiert und Ligen gemacht und habe halt das immer lange verfolgt. Guck immer noch eigentlich regelmäßig irgendwelche, weiß ich jetzt, Counter-Strike Go zum Beispiel Übertragungen oder StarCraft Events oder auch Dota. Also jedes Jahr immer The International, ganz wichtig, Stammtermin und so Sachen. Das ist deswegen, also ich finde E-Sport spannend, also nicht nur das klassische E-Sport, sondern einfach alles, was da drumherum ist, jetzt auch mit den großen Events, ESL One, Madison Square Garden oder in Katowice oder auch hier World of Tanks in Warschau, glaube ich, war jetzt das große Event, oder Blizzard Championships und sowas. Ich finde es cool, ich weiß, dass es in Deutschland immer ein bisschen schwierig ist, gerade die klassischen PC-Gamer sind da manchmal ein bisschen zurückhaltend und finden das alles irgendwie nervig und langweilig, aber mal gucken. Ja, ist es jetzt vorbei mit unserer Sonderbehandlung auf der E3, nachdem wir jetzt nicht mehr zu dem Veranstalter gehören? Da muss man mal ganz kurz dazu sagen, damit war es nie so weit her, wie wir eigentlich gedacht haben. Ich habe ja mal, als ich erfahren habe, das wusste ich vorher übrigens gar nicht, bevor ich hier angefangen habe, als es dann hieß, so, IDG USA, IDG Events oder was auch immer das für eine Firma ist, die organisieren ja die E3, ne? Da dachte ich so, jetzt kommen wir am Tag vorher um 8 Uhr rein, Fotos machen. Wir haben dafür bezahlt extra, dass wir da irgendwie Arbeitsplätze gekriegt haben, wie jeder andere auch. Also das ist null. Nee.
null. Mit Mühe und Not hat man normale Besucherausweise bekommen, kostenlos, wenn ich mich recht entsinne. Nee, die Besucherausweise musstest du die auch bezahlen. Echt? Die waren mit in den Arbeitsplätzen drin. Nee, also wir haben für den Arbeit, nur mal so, unsere Mutterfirma betreibt auch die E3, also die IDG World Expo Gesellschaft macht das, und wir mussten halt für den Arbeitsplatz pro Person, ich glaube, $2,500 zahlen. Ja. Und da war dann auch nochmal ein Ticket drin. Ja, ja, genau, für diese, aber das sind ja die Arbeitsplätze, die wir für die Videojungs, für die Medienproduktion hatten. Die Redaktion hatte auch immer noch so normale Besucherausweise. Das war aber eigentlich nur so ein Bequemlichkeits-Backup, falls es irgendwas gab mit Medienregistrierung. Wo ich letztes Jahr mit dabei war, mit dem Nico zusammen, und da warst du ja auch drüben, wir haben uns ja auch das Hotelzimmer geteilt. Da haben wir halt für die, also Nikos und mein Ticket waren quasi in diesen Arbeitsplätzen mit drin. Ja. Und ich glaube, ihr hattet euch halt ganz normal akkreditieren müssen. Genau. Aber da war gar keine Sonderbehandlung. Im Gegenteil, wir wollten, weißt du, ja noch irgendwie oben am ersten Tag schon irgendwie, oh, bloß nicht Fotos machen, nichts in die Halle, auch kein extra irgendwas. Also da, nee, das ist, ja, da verlieren wir nicht viel. Das ist sehr, 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 die sind ja voll zickig. Bei Gamescom ist es ja überhaupt kein Problem, vorher irgendwie in die Hallen zu kommen. Also ist schon fast zu einfach, ehrlich gesagt. Ja, also wenn ich da Aussteller wäre, würde ich alles festnageln. Aber E3, wenn du da auch nur an dieses, die haben ja dieses Messebüro da oben, und die hat, das hat so ein Glasfenster, das in die Halle führt. Da wollte ich, als ich das erste Mal da war, gleich so reinspazieren, so, ich gehe mal kurz Foto machen. Also, deswegen, da ist dann auch oben ja immer die Security, und hier dürfen sie ein Bändchen tragen, und ach ja. Ja. Amerikaner halt, das muss immer alles ganz vorschriftsmäßig da abgesichert sein. Schwierig. Leiden wir unter Raubkopien, Schwarzkopien der GameStar? Also es gibt, ich denke mal, es geht um Magazine wahrscheinlich. Ich weiß, dass vielleicht auch die iPad, sonst was, ja, Digitalausgaben. Ja, also ich weiß, dass das in Foren geteilt wird. Ich weiß nicht, wie viele es sind. Ich habe mal irgendwas gesehen, vor ein, zwei Jahren war das so, die Download-Counter waren so bei 1000. Pro Ausgabe. Ich denke, ja, wahrscheinlich gibt es 1.000-2.000 Leute, die sich irgendwie so eine PDFs teilen. Ja, ist halt, muss man einfach hinnehmen, ist überall irgendwie üblich. Wir sind nie dagegen vorgegangen, und ich glaube, es macht auch keinen Sinn. Ich glaube, die Quote ist natürlich dann aber auch echt nicht bedrohlich, weißt du? Ja. Also wenn man davon ausgeht, 1.000 Leute ziehen sich das. Nie und nimmer hätten es alle 1.000 gekauft. Nee, ja. Ich sag ja, das ist. Also das heißt, du verlierst von mir aus 500, was wahrscheinlich schon großzügig gerechnet ist, ja. Und das ist, weil das ist Werbung dafür, und vielleicht kauft sich der ein oder andere dann doch irgendwie mal im Kiosk. Aber ja, ich habe immer eine Frage gesehen, das fand ich ganz interessant, der war sehr hartnäckig, ob wir zu, weil mir das Thema so aufgefallen ist, Final Fantasy 14 zu dem Add-on in Test bringen, weil wir das ja intern eher als nicht so spannendes Thema ansehen. Da wird jetzt ein Event stattfinden, irgendwie in Frankreich an irgendeinem Chateau, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, jetzt irgendwie im Mai. Wir werden es wahrscheinlich irgendwie im Nachgang uns mal angucken, wenn es raus ist, aber es ist nicht so wahnsinnig großes Thema für die GameStar. Ja, Final Fantasy 14, kein schlechtes Spiel, aber irgendwie in Deutschland, glaube ich, ist das eher zu mir vorbei verloren im Boden gegangen, dass es da diesen Event gab. Ja. Ich finde es total interessant. Chateau, sagst du? Ja. keine Ahnung. Vorhin wurde übrigens auch gefragt, ob du dich auch mit Accent schreibst. Ja. 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 Und ob es ein Mitkaufgrund war, dass hier so viele Leute mit französisch kompatiblen Namen unterwegs sind. Wir haben ja Maurice, haben wir auch noch. Stimmt. Na? Ich glaube nicht, dass da, das eine Rolle gespielt hat. Ich bin überzeugt davon, ihr schuldet mir Geld. Ohne mich wäre das nichts geworden. Ich habe es auch schon auf meinem Facebook-Ding geschrieben. Ich bin offensichtlich ein Glücksbringer, wenn es um Firmenverkäufe geht. Das heißt, wenn da draußen jemand seit 5 Jahren schon unterwegs ist und dass seine Firma wie Sauerbier anbietet und sie nicht loswert, hey, vielleicht, ne? Vielleicht kann ich helfen. Kleine Kommission und schon geht's los. So, was haben wir denn hier noch? Da hat jemand ehrlich gesagt schon ein paar GameStar Plus gezogen, und dabei ist er Plus-Abonnent. Ja. Vogt 20 hier. Wenn du nicht so ein treuer Mensch wärst, ja, der hier immer aushilft, sofort die Bullen angerufen. Hier ganz so schnell. Hier ist so eine Frage, das kam vorhin auch schon mal irgendwie nach dem Namen der Firma. Wir heißen nicht mehr IG Entertainment. IG heißt halt hier der Laden, und wir werden künftig einfach Webidia auch heißen, oder spezieller, der ganze Bereich heißt Webidia Gaming GmbH. Also das wird dann auch Impressum drin stehen. Mhm. Nichts besonders Fancyes. Aber am Ende ist es ja so, das haben auch viele gestern so ein bisschen, ich glaube, viele wissen ja gar nicht, wer hinter GameStar immer stand, weil ich so manchmal gelesen habe, oh, hier wurde an einen ausländischen Konzern verkauft, und oh, die Franzosen. Wir waren vorher bei einem amerikanischen, großen, riesengroßen Medienkonzern. Ja. Aber am Ende, wir operieren ja auch meistens unter den Markennamen, also wir sind GameStar oder wir sind GamePro oder wir sind High Five, und das wird eigentlich auch
glaube ich zumindest, sehr so bleiben. Wir werden nicht großartig mit dem Firmennamen dahinter irgendwie großartig aktiv sein. Ja, Das das ist ja ist eben bei wahr. Jovidio und MoviePilot genau das Gleiche. Da weiß ja auch keiner, wer dahinter steht, sondern das ist halt die Seite, der Name, womit man irgendwie aktiv ist. Und ja, GameStar gehört uns und wird uns weiter gehören und damit machen wir halt weiter. Das ist ja sowieso in den allermeisten Fällen so. Also die wenigsten Leute wissen ja, wer jetzt da als Verlag oder sonst was Genau, dahinter es ist steht, ja. in der Regel zumindest. Was haben wir noch? GameStar wurde von Ubisoft gekauft. Ja! Verdammt, echt? Das wäre. Ich musste ein bisschen schmunzeln, als der liebe Fabo natürlich bei Twitter gleich wieder seinen Scherz bringen musste, dass wir jetzt auch Super Level gekauft haben. Das bringt er ja ständig irgendwie, dass GameStar Super Level kauft. Ein bekannter Twitter-Running Gag für Insider. Was Wie? sagt ihr dazu, dass es auf der E3 2015 eine Pressekonferenz speziell zu PC-Spielen geben wird? Ja, ist ganz ulkig. Und zwar hat mich Markus Schwertl meinte vorhin zu mir so: Du, diese PC-Pressekonferenz, die ist parallel zu der Bethesda-Konferenz, da sind wir alle schon. Könntest du dann schon mal, könnte ich dich schon mal vormerken, dass du auf diese PC-Pressekonferenz gehst, wo ich gesagt habe, also, ich war nämlich damals auf der letzten PC-Pressekonferenz. Wer sich noch erinnert, es gab mal diese PC Gaming Alliance. Das war, als diese Windows Live-Geschichte oben an den PC-Boxen eingeführt wurde und man so versucht hat, PC-Spielen auch ein Branding zu geben wie den Konsolenspielen und sonst irgendwas. Und da war ich damals und mein Gott, was haben sie alles versprochen? Und was haben sie davon alles nicht Nicht gemacht? gehalten. Ja. Ich habe vorhin auch den Fritz gefragt, wer das eigentlich organisiert, weil ich es auch nur auf der Seite kurz gesehen habe, konnte selbst die News noch nicht lesen und er meint dann auch, es wird wohl von PC Gamer oder so organisiert Das mit glaube ich aber oder? auch so Grafikkartenhersteller, habe ich Oder glaube ich Grafik, auch. Ich habe glaube irgendwo Nvidia oder sowas habe ich glaube ich irgendwo gesehen. ja. Und Das sind muss die man üblichen Verdächtigen bei mal sowas, ne? abwarten, was da irgendwie kommt. Ich wunderte mich ein bisschen, dass Blizzard darin auftauchte. Die haben sich ja bei den E3s immer sehr zurückgehalten, weil sie ihre eigene BlizzCon haben. Ist ja dieses Jahr auch wieder, ich glaube im November oder Oktober, ich weiß nicht genau, wann dieses Jahr ist. Weil sie da lieber ja, unter sich sind, wenn sie die großen Ankündigungen machen. Ich sag mal, solange Valve nicht dabei ist und Half-Life 3 raushaut, wird es wahrscheinlich sowieso irgendwie untergehen, was irgendwelche PC-Hersteller dort ankündigen. Aber ich lasse mich gerne überraschen. Also, wer weiß, ich bin immer noch großer Verfechter von der PC-Plattform und wer weiß, vielleicht haben sie ja mal einen neuen Ansatz. Microsoft behauptet ja auch immer jedes Jahr wieder aufs Neue: Jetzt kommt was ganz Großes, jetzt werden wir wieder für Windows Ja, durchstarten. Mensch Also. hier, Freunde, ne? Nein, wir geben den PC nicht auf. Wir bringen hier noch Age of Empires 3 und danach nichts mehr. Ja, ich erwarte mir da ehrlich gesagt relativ wenig, keine Ahnung. Ich denke mal, die werden vielleicht auch so ein Forum bieten wollen für so die paar wenigen Entwickler, die da auftreten. Blizzard ist ja auch sehr PC-lastig noch, so einer der letzten richtig großen PC-Entwickler. Alle anderen sitzen wahrscheinlich da und sagen so. Aber selbst die hatten ja immer die E3 gemieden, weil sie halt wussten, irgendwie E3 ist halt in den USA, das ist Konsole, das sind die großen AAA-Konsolenblockbuster, die dort im Vordergrund stehen. Und deswegen bin ich mal gespannt, was sie jetzt machen. Weil vermutlich, ehrlich gesagt, werden sie, ne, meine Vermutung nur, nichts gegen Blizzard, werden sie aber da dann eher das nämlich nutzen, vielleicht dann irgendwie Overwatch auch für Konsole anzukündigen. Oder Hearthstone für Konsole. Und ja. Da kommt immer die Frage mit GameStar Ungarn. GameStar Ungarn gehört einfach auch IDG. Wir haben mit den Kollegen nicht mehr viel zu tun. Früher haben wir mal Assets noch getauscht, also Videosachen haben wir immer hochgeladen und konnten die das für ihre DVD benutzen. Polen gibt's die noch? Die sind Waren die integriert. nicht halbwegs groß sogar, die einzelnen Nee, die Demos? sind, also die gibt es nicht mehr eigenständig. Ja. Soweit ich weiß, GameStar Polen ist ein Teil von der PC World Polen. Okay. Also wie als wenn wir ein Teil, also ein Subchannel von PC Welt wären. Ah, okay. Da gibt es kein separates mehr. Und GameStar Ungarn sind die einzigen, die noch ein bisschen größer sind. Also sind irgendwie auch so doppelt oder dreimal so groß wie die GameStar Polen-Seite. Aber die sind auch autark. Die gehören auch zum IDG-Konzern, machen aber ihr eigenes Ding. Ich weiß nicht, wie es denen geht. Die haben auch Print, die haben Webseiten, die machen auch eine ganze Menge in Video. Da kenne ich den Markt nicht. Ich habe den Chef irgendwie vor 2 Jahren mal das letzte Mal getroffen. Alles ganz sympathische Leute. Aber wie gesagt, keine Ahnung, wie es in Ungarn das Mediengeschäft Ja. läuft. Es fängt an, das Fenster zu reflektieren. Ich muss mal hier gerade das Rollo runter machen. Damit man deine Porno-Tabs nicht sieht, die du noch parallel Ich aufhörst. dachte, das wäre auch in deinem Interesse, dass das niemand zu sehen bekommt. Ja, vielleicht irre ich mich. So, also. Ja, wir müssen den Blick aus dem Fenster noch genießen, solange es geht. Genau, jetzt ist vorbei.
Grafiker, macht ihr auch noch Videos über Kingdom Come Deliverance? Bestimmt mal wieder, wenn es da erhebliches Neues zu zeigen gibt. Wir haben das ja relativ früh in die Hände bekommen damals. Die haben uns ja quasi die Alpha-Version hier zum Spielen gegeben. Das war sehr erfolgreich. Also von daher, sobald wir da wieder was zu machen können in einem vernünftigen Umfang, also wenn es auch wirklich was Neues zu zeigen gibt, dann bestimmt. Da, ich bin der Erste, der hier schreibt. Kontakte. Sebastian hatte doch auch irgendwie, glaube ich, Video. War ja nicht das irgendwie? Also der hat das Video damals gemacht, glaube ich, wo sie dieses Schaf durchs Dorf gejagt haben und so. Ich erinnere mich noch, dass ich ja mit ihm dann wegen den Rechtestreit, also weil wir ja wurden ja angeschrieben, dass wir Musik benutzt haben, die wir nicht benutzt hätten dürfen auf YouTube, aber da fragt jemand nach meinem Tagesgeschäft, ja, ist eine gute Frage. Das fragen wir uns alle hier. Um ehrlich zu sein, das ist natürlich in den letzten Monaten sehr stark durch den Verkauf geprägt gewesen, was ich ja nicht mal oder leider nicht offen mit allen immer besprechen durfte hier. Normalerweise sieht mein Tagesgeschäft aus, dass ich mich eigentlich darum kümmern soll, womit wir in den nächsten Jahren Geld verdienen, auf inhaltlicher Seite, also die Webseite weiterentwickeln, was wir bei YouTube an eigenen Kanälen machen, was wir auf der Webseite für neue Features anbieten, wie solche Sachen. Das ist eigentlich, das war die Idee mal, als ich das letztes Jahr übernommen habe. Aber einen Monat, nachdem ich den neuen Job gekriegt habe, wurde ich dann informiert, dass wir verkauft werden. Und damit verschoben sich die Prioritäten ein bisschen. Und deswegen mal gucken, wie es jetzt weitergeht. Ich weiß nicht, ob du das vorhin schon gesagt hast, weil im Grunde werden wir natürlich jetzt die nächsten 3-4 Monate sehr viel mit dem Umzug zu tun haben. Ja. Also die Webseiten müssen umgezogen werden, das ist sehr aufwendig, das Ganze hier rauszulösen. Wir brauchen neue Büros, wir wollen uns ein bisschen auch hübscher einrichten, weil man sieht das immer nicht so, aber eigentlich ist das hier eher versicherungsartig so aufgebaut. Jetzt nicht mehr, nachdem ich hier diese Top-Kulisse angeschafft habe. Ja. Aber der ein oder andere erinnert sich ja noch an die Videos von Fabian, wie er über den Flur mal läuft, also schmale Flure, graue Wände. Ja. Ich hätte da ganz gerne ein bisschen was anderes, das ein bisschen mehr, ja. Das haben wir ja in den Redaktionsfolgen, war das immer schrecklich, weil du musstest halt ständig mal wieder in den Gängen drehen und so und alle haben immer gesagt, so, nein, nicht wieder die langweiligen Gänge. Ja, genau, ich schwimme in meinem goldenen Pool. Ja, das ist ja auch so ein bisschen Running Gag jetzt geworden nach hier Haters Hated, was ich nur empfehlen kann, die zweite Folge. Wir haben ja alle goldene Ferraris, goldene, weiß ich nicht, Bürosessel. Ich fahre diesen goldenen Ferrari nicht mal. Es ist aber schön, ihn einfach zu haben. Manchmal schaut man ihn einfach gerne an. Der steht in meinem Penthouse übrigens, also innen drin in der Wohnung, so wie in der Fast and the Furious 7. Da oben ist ein Quasi-Kollege, ein Blogger, ja, German Force LP ist das schon wieder, der möchte eine Antwort, die er zitieren darf, aber, und zwar würden die Herren sagen, dass es noch heute Spieleentwickler gibt, die wie damals Rockstars sind. So, und dann sage ich jetzt erstes, wie wann, also dass ein Spieleentwickler tatsächlich mal einen legitimen Rockstar-Status, also auf der Größenordnung eines Rockstars erreicht hätte, wäre mir fremd. Da glaube ich nicht. Aber tatsächlich. Weil man sieht Peter Molyneux als Rockstar an. Oder? Aber auch der, ey, wenn du Leute auf der Straße fragst, wer Mick Jagger ist, dann werden schon ein, zwei mehr Leute sagen, den kenne ich als Peter Molyneux. Das heißt, das ist alles, die Spieleentwickler waren, selbst die bekanntesten sind obskur im Vergleich zu richtigen Stars. Das stimmt. In der Szene, glaube ich, gab es schon ein paar große, die leider aber auch ein bisschen so raus sind. Ich sag mal, Richard Garriott ist, glaube ich, schon auf einem Niveau mal gewesen, zumindest für PC-Spieler, was man so gottgleich irgendwie fast sehen konnte. John Carmack, glaube ich, gehört in die Kategorie. Wen ich total spannend und interessant fand, ist der Todd Howard, also der Elder Scrolls Fallout-Macher, also der Chef von dem Bethesda Softworks-Team, also die Rollenspiele immer gemacht haben. Ich fand immer die Leute auch hinter Blizzard recht interessant, also hier der... Damals noch Bill Rover, ne? Es noch ein Gesicht gab von Blizzard, wobei natürlich jetzt der Chilton und sowas sind natürlich auch schon... Ja, aber auch hier der, wie heißt der gerade, ich komme nicht auf den Namen, der Chris Metzen, also der die ganze Lore macht immer, das sind auch irgendwie schon ganz coole Typen, aber da wird es dann schon natürlich das etwas ist nerdiger, ansonsten, da hast du natürlich noch einen Peter Molyneux. und einen, wie heißt der gerade, einen Chris Roberts, der zumindest im PC-Kreisen, glaube ich, schon noch sehr verehrt wird. Also Chris Roberts ist insofern das einzige Beispiel, das mir sofort einfällt, weil ich ja auf der Gamescom letztes Jahr in diesem Fanfest, dieser Fanveranstaltung zu Star Citizen teilgenommen habe. Und das war natürlich also wie eine ganz kleine Rockband sozusagen, also so eine Turnhalle, hat er voll gemacht. Aber als der auf die Bühne gekommen ist, das war tatsächlich wie der Auftritt von irgendeinem Star. Also das muss ich schon sagen, die Leute, die dann dort waren bei Star Citizen, also so der härteste Kern der Fans sozusagen, aber der ganze Empfang, wie die Leute gejubelt haben und da ihm an den Lippen gehangen haben und jetzt dieser Trailer lief, also das war, diese Trailer, das ist wie diese Aufnahmen, die man von so Comic-Con oder so sieht, wenn so der neue Comic-Book-Helden-Trailer läuft.
läuft und die ganzen Comicbook-Fans ausrasten, wenn sie nur sehen, sie haben das Spider-Man-Kostüm redesigned. Oh! Ja, so war das bei Star Citizen. Aber sowas halt, ich war halt einmal auf der QuakeCon in Texas und da hat der John Carmack, der ja hier mit Armadillo Rockets oder wie die heißen, Aerospace halt versucht ja privat quasi sowas, eine NASA in klein nachzubauen, und dann hatten sie halt Richard Garriott, der ja halt mit der russischen Raumfahrtbehörde ja mal ins All geflogen ist, und als die beiden dann auf der Bühne standen und über ihre Weltraumleidenschaft geredet haben, das hatte auch schon ein bisschen was. Also die Leute waren echt fasziniert, das war auch spannender, muss man leider sagen, zumindest in dem Jahr, als alles, was zu spielen dort vorgestellt wurde. Und da war auch ein bisschen Festivalstimmung, weil da merkte man richtig, wie viel Leidenschaft und wie viel Herzblut dahinter steckt. Aber ja, genau, Sid Meier wird genannt, Gabe Newell. Gabe Newell ist ja so eine Sache, den sieht man ja eigentlich, ich weiß nicht, wann war der letztes Mal in der Öffentlichkeit? Also ich habe ihn das letzte Mal getroffen, das war zu... Todd Hollenstedt war nochmal früher ein bisschen bekannt, also ja. Der Doom, also oder ja, Software-Chef. Die Zeiten sind vorbei. Ja. Den Newell habe ich tatsächlich mal zu Team Fortress 2 Zeiten das letzte Mal getroffen. Aber so, das ist auch 6 Jahre her, oder? Das ist ewig her, ja. Der ist schon lange quasi etwas zurückgezogener, irgendwann muss man seine Milliarden aber auch mal ausgeben. Dings war ja, wo ich es gerade sehe, Notch ist so ein bisschen, also zumindest der war ja nicht auf dem Time Magazine. Und ja, aber das ist natürlich nur so ein Strohfeuer, weil er halt diese Villa gekauft hat und reich geworden ist. Natürlich. Aber immerhin, habe ich meinen Rockstar, was machen die denn? Ne? Ja, Villa kaufen, aber reich werden. Ja, aber ein Rockstar hat ja ein kontinuierliches Werk, okay. Sozusagen. Aber für kurze Zeit war, glaube ich, Notch schon mal ein bisschen einer, der echt auf der 2013er E3 war, Gabe Newell da. Ich bin ihm nicht begegnet, aber das kann schon sein. Also ich hatte das Gefühl, dass er sich sehr aus der Öffentlichkeit zurückgezogen hat. Zwar noch Interviews mal hier und da gibt, aber wahrscheinlich dann eher so auch über Telefon oder E-Mails oder so. Ist ja sehr aktiv, ne? Also reagiert auch auf Community-Sachen ab und zu noch persönlich das schon. Und so E-Mails. Aber dass man ihn wirklich mal von einer Live-Kamera gesehen hat, kann ich mich jetzt nicht so erinnern. Ne, nicht so richtig. So, was haben wir denn hier noch? Macht ihr mal was zu Personen, die... Sachen machen, die mit Spielen zu tun haben, wie beispielsweise Jan Hegenberg. Jan Hegenberg ist mir ein Begriff. Und nein, also zu dem mache ich nur was, wenn er nicht singt. Das ist übrigens, also ist schon lange her, aber die Macher mal von Piranha Bytes, nicht die Macher, also die Leute von Piranha Bytes, die Gothic und Risen und so gemacht hatten, die, glaube ich, hatten zumindest in Deutschland auch mal einen Rockstar-Status. Wenn ich mich noch erinnere, zu diesen, bei der Gamescom, glaube ich, war es in Köln oder war es in Leipzig, bei diesen Fanfesten, wo die dann auch so zeltmäßig und Lagerfeuer, gerade der hier, der ganz Bekannte, der eigentlich gar nicht, die Musik gemacht hatte. Ach so, nee, das war Kai Rosenkranz. Kai Rosenkranz, genau. Die waren schon sehr beliebt und sehr umlagert auch, aber das ist halt auch schon ein paar Jährchen her. Also das, glaube ich, ist auch ein bisschen abgekühlt. Ja, das ist, glaube ich, aber auch so ein bisschen zurückgegangen, so mit dem Wechsel jetzt da vielleicht zu Koch Deep Silver, wo sich das Ganze ja schon so ein wenig professionalisiert hat sozusagen. Mir wurde aber gesagt, das liegt auch wirklich an den Leuten selbst, weil die sind auch älter geworden, haben Kinder gekriegt, Familien gegründet, eher normales Leben halt irgendwie gemacht und das ist normal, wie bei uns ja auch. Ich meine, früher war es mal ganz üblich, dass eigentlich so jetzt um 20 Uhr waren hier noch alle Büros offen, alle waren am Zocken und haben irgendwie Pizza gegessen. Und das ist aber normal. Die Leute werden älter, haben Familien, ziehen auch vielleicht ein bisschen raus aus der Stadt und so weiter und so fort. Ist alle normal. Verweichlicht. Ja. Aber das, ihr habt das, glaube ich, vor ein, zwei Folgen mal auch epischerweise ausgeführt. Das entspricht ja genau meiner These, warum Piranha Bytes nie wieder ein richtiges Gothic machen wird. Weil sie einfach nicht mehr dieses junge Team sind, das sich halt über 5, keine Ahnung, Jahre oder sonst was jedes Feature da reinstopfen, was sie schon immer da drin haben wollen. Wobei, wenn es nach Koch geht, die würden es gerne nochmal einen Gothic Die würden probieren. Gerne irgendwo Gothic auf die Schachtel schreiben. Ja, die würden sein. Nicht ihnen die Zeit und auch das Chaos zulassen, das nötig wäre, damit wieder so etwas entsteht, was die Leute sich vorstellen, wenn sie ein neues Gothic fordern. Das glaube ich nicht. Und abgesehen davon, glaube ich, halt, die Leute sind halt einfach nicht mehr an diesem Punkt in ihrem Leben, wo sie sowas machen können. Das ist so, wie wenn du halt erwartest, dass jetzt Linkin Park nochmal ein Hybrid Theory Album rausbringt. Das können sie vielleicht nachahmen, aber das empfinden sie so auch nicht mehr. Man muss ja auch sagen, einfach Gothic, wie viele Spiele waren auch Produkte ihrer Zeit, die zu dem Zeitpunkt, wo sie da waren, für viele Fans halt das Nonplusultra waren. Aber ich will niemandem zu nahe treten, wenn man da wahrscheinlich ein bisschen nochmal mit Abstand drauf guckt, sieht man auch schon, dass das wahrscheinlich heute schwer zu transformieren ist und dieses Feeling auch nochmal rüberbringt. Also das, wie du sagst, das wird wahrscheinlich, es ist ein bisschen wie Indiana Jones 4, es wäre besser gewesen, ihn nicht zu machen.
Und man muss ja auch überlegen, damals so ein quasi Open-World-Rollenspiel zu machen, ob das heutzutage noch möglich ist. Ne? Also Der ich glaube, Aufwand ist halt so viel ja, so viel größer größer. Und geworden. früher, das ist ja, viele wissen es ja, Piranha Bytes, ich glaube, die sitzen immer noch in ihrem Einfamilienhaus irgendwie. Es ist halt ein relativ kleines Team. Und damit stemmst du sowas wie einen Witcher und wie einen, weiß ich nicht, Skyrim und so einfach nicht mehr. Das, ja. Auch, man hat ja immer gewundert, also die haben ja auch teilweise mit extrem günstigen Mitteln dann Dinge produziert. Ne? Ich erinnere mich noch, dass sie irgendein anderer Entwickler hat mir mal erzählt, dass sie hätten sich so einen Motion Capture Suit gekauft, ja, weil sie halt nicht diese so eine richtige Motion Capture Anlage einrichten konnten oder wollten, weil es halt einfach sehr teuer ist, diese Motion Capture Kameras und sowas. Und dann gibt es halt einen Anzug, den du anziehst, wo dann Sensoren auf diesem Anzug sind und dann Bewegungen speichern. Aber das ist halt sehr grob, ja. Und derjenige, der mir das erzählt hat, der hatte so mit Animationen zu tun, hat sich halt furchtbar darüber lustig gemacht, dass sie mit so einem primitiven Gerät, und dann muss man sich nicht wundern, wenn das scheiße aussieht. Ja? Aber da sieht man halt auch so, was damals noch ging, und heutzutage wäre das inakzeptabel. Ne? Die Leute würden auch nicht mehr sagen, das ist okay. Wo ich es gerade sehe, hier, jemand würde auch ein neues Gothic backen, also becken. Ich habe jetzt gelesen, irgendwie Kickstarter startet ja jetzt auch in Deutschland wohl. Wer weiß, vielleicht Ja, kommt da das noch wird ein mal, Riesenerfolg. ja, vielleicht kommt da noch mal was. Ich weiß ja nicht, vielleicht wäre gerade auch Gothic und ähnliche Spiele, ich bin ja zum Beispiel riesiger Fan von Battle Isle. Also wer das noch kennt, Rundenstrategie, ich habe das gespielt bis zum Abwinken, auch History Line und alles Alte von Blue Byte, ganz, ganz großer Fan von gewesen. Auch, ich glaube, auch ein Gothic würde eigentlich manchmal noch mit älterer Technik, die aber sauber ist, gut funktionieren, nur mit neuen Stories und neuen Quests und neuen Sachen. Heutzutage gibt es ja immer diesen Wahnsinn, also jedenfalls in der großen Spielindustrie, immer alles muss auch ganz neue Engine, neue Technik, alles fancy und bla bla bla. Ich weiß nicht, ob das notwendig ist oder ob solche Spiele, die ja stark auch über die Atmosphäre und die Gespräche und Charaktere funktioniert haben, dass das irgendwie, vielleicht auch mit einfacher Technik. Ich weiß jetzt nicht, wie der aktuelle Stand, du bist da, glaube ich, besser drin, weil du es, glaube ich, auch als Backer unterstützt hast, hier das von Richard Garriott, das Shadow of Shadow the of Avatar. Avatar. Das ist ja auch grafisch sehr einfach, aber wenn die Spieltiefe da ist und wenn das gut designt ist, glaube ich, kann das trotzdem funktionieren. Also Pillars of Eternity, ich weiß jetzt nicht, wie die Verkaufszahlen sind. Ich hoffe, es verkauft sich super, Ich glaube, weil die sind das ziemlich gönne gut. ich. Gönn den Obsidian-Leuten das. Ich finde, davon würde ich gerne mehr haben. Ich finde es cool, große, tolle, aufwendige Produktion zu sehen, also im GTA 5-Stil, aber ich finde es auch super geil, wenn es irgendwie kleine, geile Titel gibt, wo einfach der Schwerpunkt auf Geschichte und Charakteren liegt oder so. Und ja. Die Leute sagen, sie wissen, dass ich Free-to-Play nicht so schätze. Aber welches Spezialsystem hältst du denn für optimal? Ja, natürlich einmal kaufen. Von mir aus auch mit DLCs oder sonst was, aber komplettes einmal kaufen, fertig, aus dem Aus. So wie früher, Mensch, die gute alte Zeit und so. Hast du eigentlich Battle Worlds Chronos dann gebackt, wenn du Ich hier habe Battle noch, Eye-Fan? sorry, aber ich habe noch keinen einzigen Mensch. Euro bei irgendwelchen Kickstarter oder so. Aber ich habe Battleworld Chronos gekauft, genauso auch wie Panzerkorps und solche Sachen. Ja, aber nee, backen tue ich nicht. Ist irgendwie nicht so mein Ding. Nee. Habe ich noch nie gemacht. Bist nicht so einer, der in die Nee. Zukunft investiert. So, wie wichtig ist uns die Grafik in Rollenspielen vor Gameplay? Ja, natürlich nicht. Aber vor Umfang vielleicht schon eher. Also ich nehme lieber ein sehr hübsches Spiel, das dann nicht so lang ist, als ein extrem ausschweifendes Spiel, das aussieht wie Grütze. Weil Grafik, also es ist ja mal so ein bisschen verpönt jetzt, ne, auf die Grafik zu schauen. Wer zu viel Wert auf die Grafik legt, dann wird ja sofort als oberflächlich abgekanzelt. Ne? Und bei Gameplay, da stimme ich zu, also Gameplay geht immer vor, aber Grafik ist halt für die Atmosphäre schon stark ausschlaggebend, finde ich. Gerade bei so Spielwellen. Mass Effect 1, ganz ehrlich, also wenn das irgendwie in Pixelgrafik oder so wäre, der Effekt, den das neue Universum irgendwie erzielt, halt deutlich schwächer gewesen. Klar muss die Spielmechanik und gerade auch irgendwie Dialoge und ich bin ein großer Fan von Sounddesign, also wenn das muss irgendwie passen. Ich erinnere mich immer noch, ich weiß noch, wir waren auf einer LAN-Party damals mit unserem Clan und ich hatte Mass Effect gerade frisch mitgebracht und wir waren irgendwie zu zehnt und wir haben alle zugeguckt und wir haben einfach den Anfang, glaube ich, dreimal ablaufen lassen. Man erinnert sich, wie man auf der Brücke und guckt zu und dann die Musik geht los und das alles auch, oder auch Halo immer am Anfang, einfach diese du, ich kann nicht gut Musik nachmachen. So ist es für mich sehr wichtig für die Atmosphäre, aber es bringt natürlich ganze Eye-Candies für den Arsch, wenn ein Spiel nicht läuft. Und von daher,
Darf ich dazu was sagen? Na klar, bitte. Hier fragt jemand wegen irgendwie Hierarchien und Chef und Redakteur. Es ist bei IDG immer so gewesen, dass alle sich duzen. Das ist in der ganzen Branche aber eigentlich so. Aber das, die einzige Ausnahme ist unser Großchef, der Herr von Heimburg, also Jörg von Heimburg. Während unsere Amerikaner, also zum Beispiel auch der Michael Friedenberg, der will immer nur Mike genannt werden. Und auch Pat McGovern war ganz, ja, immer auf Du und, was ist Du, also im Englischen gibt es kein Du, aber war auch mit Pat. Ja. Genau, in der Branche ist es sowieso normal. Im Redaktionsalltag ist es aber auch, weil da fragte jemand nach Spiegel und Co. Also ich habe nie beim Spiegel gearbeitet, ich habe früher mal für die dpa 3 Jahre gearbeitet und da war es auch so, man hat alle, außer, weiß ich, den tatsächlichen Geschäftsführer, der Rest war immer auf Du. Ich glaube, das ist immer, wo die Strukturen eher so da sind, man muss zusammenarbeiten und nur zusammen kann man gute Sachen machen. Da wird irgendwie unkompliziert miteinander umgegangen und alles andere, wo es eher um starre Abläufe und, weiß ich nicht, so, sag ich mal, Fabrikarbeit, ich glaube, da ist es dann eher unpersönlich und hast du nicht, aber normalerweise ist in der Medienbranche und gerade auch in der Spielebranche ist üblich, dass jeder sich duzt und im Vornamen anspricht. Ja, wobei der Jörg hat mich geduzt auf der Weihnachtsfeier. Also echt? Ich gehe davon aus, dass wir per Du sind. Ja, dann hast du mehr erreicht als ich in 11 Jahren bei GameStar. Ich erwarte eigentlich auch täglich nochmal hinter so einer Abschiedseinladung, dass wir dann oben quasi im 9. Stock auf seiner Veranda auf unseren Lammfell-Liegestühlen nochmal so einen Cognac trinken zum Abschied. Er ist ja auch so immer sehr umgänglich gewesen, aber so, weil, ich weiß immer noch, Gunnar, viele werden sich erinnern an Gunnar Lott, war damals mein Chef, war GamePro-Gründer, dann GameStar-Chefredakteur und der ist ein bisschen in Ungnade gefallen, weil er einfach partout, oder was André, ich weiß nicht, entweder Gunnar oder André, einer von beiden hat immer partout nicht das von benutzen wollen. Ah, okay. Ich glaube, also nicht immer von Heimburg gesagt hat, immer nur, sondern Herr Heimburg und das gefiel ihm nicht. Das muss schon akkurat sein. Und tut mir leid, aber ja, das geht ja auch nicht. Man wird ja nicht umsonst in ein altes Adelsgeschlecht geboren. Ich gehe davon aus, dass das so ist. Auch da habe ich keinerlei Einblick, aber ich gehe davon aus. Ich gucke gerade, was war da? Ich muss ehrlich sagen, dass für Gunnar hat übrigens gesagt, hat mir geschrieben und hat gesagt, er fand unsere Diskussion zu der Übernahme sehr staatstragend. Was ich überhaupt nicht fand. Ja? Ich war ja so stolz, dass du dich so kurz gehalten hast, Mann. ja, gut, das ist, ist auch mal eine Perspektive. Also gerade Gunnar kennt den Laden ja wirklich in- und auswendig. Der war, ich weiß nicht, wie lange war Gunnar dabei? 13 Jahre oder so auch insgesamt. Also wirklich sehr, sehr, sehr lang als Trainee angefangen und dann bis stellvertretender Verlagsleiter und Online-Abteilungsleiter und so. Und wahrscheinlich wirkt das dann manchmal auch, wenn man dann so rausrückt, so auch ein bisschen anders. Also André Horn hat uns ja kürzlich wieder besucht und hat halt mal so ein bisschen geschildert, wie es jetzt so aussieht von außen, wenn man so raufguckt, was er auch so gehört hat. Und das finde ich immer auch ganz aufschlussreich, weil man manchmal selbst dann sich ja gar nicht so aus der Rolle so rausnehmen kann und mal wieder mit einem bisschen Distanz raufguckt, weil manchmal nehmen wir uns echt auch zu ernst. Das ist wohl auch so. Also gerade ich auch, also sorry. Ich finde, da haben wir uns aber doch schon, haben wir uns gewandelt. Ja. Wir versuchen es zumindest. Ich habe schon gesagt, ich bemühe mich, meinen subversiven Einfluss hier auszudehnen. Ja. In 20 Jahren benennen wir den Laden noch in Krawall um und dann ist die Transformation vollzogen, sozusagen. Ich hatte noch ein anderes Thema. Egal. Schauen wir mal gerade. Ach ja, genau, Skype-Anrufe. Wollen wir Anrufe machen? Jetzt hier gerade? Ja, natürlich. Natürlich. Du bist der Herr über Video und... wir müssen uns ein... Brauchst du Platz hier? Kopfhörer teilen. Warte mal, ich hole dir mal gerade noch ein zweites Paar. Wenn wir zu zweit sind, dann können wir das ja ganz ordnungsgemäß... Weil hier gerade noch eine Frage kommt mit GameStar TV und alte Chefs. Also ich finde das... Wir haben ja schon öfter darüber geredet. Ich würde ja ganz gerne dieses ganze alte, so, oh, GameStar redet nicht über PC Games und man spricht nicht darüber, was Gamers Global macht und so. Ich würde das ja ehrlich gesagt alles irgendwie cutten und viel offener und auch sich gegenseitig ein bisschen mehr austauschen oder so. Mal richtig sagen, wie scheiße die sind, ne? Ja. Nein, aber bin ich auch dafür. Ich habe immer größten Respekt vor
anderen Leuten, die sich irgendwie in diesem Bereich auch durchschlagen müssen. Und wer das hört und sieht, ihr seid immer gerne willkommen. Kommt vorbei oder ladet uns ein. Ich hätte kein Problem. Mit einem Jörg Lübel kann man bestimmt super diskutieren. Oder auch mit Jörg Langer oder wer auch immer irgendwie gerne. So, ich darf dir die hier, gebe ich dir mal so. Mal hier vorbeischauen will. Unsere Tür ist immer offen. Ja, wir hatten ja neulich, hatten wir ja sogar schon Leser vor Ort. So, jetzt gucken wir mal. Jetzt müssen wir hier, wie immer, wenn es um Skype geht, nochmal eine ganz kleine Umbaupause in Kauf nehmen. Jetzt bin ich dann hier da. Da sind wir. So, dann können wir nämlich mal schauen. Da ist der gute GameStar-Account. Kann ich das eigentlich auch? Ich mache mal noch auf inneres Fenster. Oh, ich kann auch einen Ausschnitt wählen, das ist nett. Weil das letzte Mal hatten wir hier eine von den rar gesäten weiblichen Anruferinnen und daraufhin hat mir jemand gesagt, so, oh mein Gott, jetzt werden sie wahrscheinlich zu müllen mit irgendwelchen Anfragen, weil im Chat zu sehen war, also hier im Twitch kurz zu sehen war, wie dieser Anrufername lautet. Das habe ich mir gedacht, so, hey, vielleicht in Zukunft wirklich mal auf die Privacy der Anrufer nochmal mehr gucken. So, dann schauen wir jetzt mal, wupp, da ist Skype, genau, das sind die Leute, die mir die ganze Zeit komische Links geschickt haben, die darf jeder sehen. So, jetzt sind wir gespannt, das letzte Mal hat es nicht so gut geklappt mit den Anrufern, da haben wir... Hat sich keiner getraut oder? Ja, da ist keiner rangegangen. So, das ist hier Vogt 20, das ist bekannt. JJ gibt gerade eine Nachricht ein. Also wer tatsächlich heute Abend unbedingt mal angerufen werden möchte, ja, der kann sich gerne jetzt zu Wort melden. Und jetzt sind wir gespannt gleich, wie das funktioniert. Kann man schon anrufen. Wir probieren einmal hier. Der Holger ist da auf unserer Liste nach wie vor. Jetzt soll ich mal gerade gucken. Ja, ich sehe, wir haben einen Ton, einen Ausschlag. Aber es ist sehr leise. Ist es bei dir auch so leise? Hallo. Guten Abend. Ja, hallo. Kannst du uns hören? Ja. Ja, hervorragend. Moment, ich muss dich kurz auf Twitch leiser stellen. Ja, nur zu. Wir warten mal ganz kurz, okay. Da werden gleich hoffentlich die ersten Wortmeldungen kommen, wie du zu verstehen bist. Ich habe das Gefühl, du bist sehr leise, ehrlich gesagt. Oh, ja, ich habe schon versucht, meine Mikroeinstellungen hochzudrehen. Ist es jetzt besser, wenn ich ein bisschen lauter rede? Also ich... Eigentlich hört sich's ganz gut an. Also. Ja, mal gucken. Okay, also wir sind hier auf unserer Seite ziemlich am Anschlag, glaube ich. Mal gucken, ist der Dings aufrufen? Ja. Skype ist sehr leise, ganz gut, eher leise. Hört man doch sehr gut, höre ich hier. Okay, eine positive Rückmeldung reicht mir normalerweise, okay. Um alles sofort ad acta zu legen. Ja, also dann, Holger, schieß los. Ja, erstmal bonjour ihr beiden. Ja, bonsoir bitte, bonsoir. Ich wollte mich persönlich noch entschuldigen, das ist jetzt das dritte Mal, dass ich es probiere. Mhm. Zweimal hat mich das Real Life und einmal, zweimal das Real Life und einmal der Skype abgeschossen, dass ich bei dir anrufen konnte. Einmal war ich sogar zu früh dran, glaube ich. Ich glaube, an dem Abend hast du auch ein bisschen geflucht, weil der Skype-Sound zu laut war. Das war, man weiß es ja nie. Zu früh dran sein ist übrigens immer gut, man muss dann nur dabei bleiben. Viel zu leise. Ich will jetzt nicht auf diese blöden Franzosen-Gags einsteigen, die schon den ganzen Abend über den Chat rauschen oder auch über die GameStar-Beiträge auf YouTube. Also zum Beispiel, einen fand ich sehr gut, der stand dann drin, ob die GameStar... Sagte er und erzählte. Ja, ob die GameStar jetzt an der Unterseite anfängt zu rosten oder ob das GameStar-Logo jetzt weiß auf weiß geschrieben wird. Aber das mit dem, ob die GameStar jetzt auf der Unterseite anfängt zu rosten, finde ich schon ganz originell. Das ist einer der besseren. Ja. Ja, nee, meine Frage bezieht sich auf ein Spiel, das jetzt über Kickstarter auch, das wird jetzt rauskam als zwei Teile, nämlich... Book of Unwritten Tales 2. Mhm. Die Gesellschaftskritik in dem Spiel wird zwar so mit Insider-Gags auf Filme, Spiele, Multimedia, also die ziehen ja nun wirklich alles durch den Kakao, was bei 3D Bäume nicht rauf ist. Die Gesellschaftskritik ist ja nun doch sehr herb. Meint ihr, dass Videospiele mittlerweile, wenn sie jetzt nicht auf total ernst machen oder es mit sozusagen Watschenhumor drüber bügeln, meint ihr, dass solche Gesellschaftskritik auch im Medium Videospiele immer noch ankommt? Also,
erstmal, ehrlich gesagt, ich wusste gar nicht, dass Book of Tales 2 eine herbe Gesellschaftskritik enthält. Ich habe es nicht gespielt. Also doch, also ja, ich selber gespielt habe ich es noch nicht komplett durch, aber ich gucke den lieben Gronkh ziemlich häufig als Dauerabonnent. Ja. Und in einigen Szenen ist doch sehr harte Kapitalismuskritik dabei. Es geht auch. Gut, da ist dann wieder mehr augenzwinkernd. In einer Szene wird dann natürlich auch die Sexismusdebatte in Videospielen derbe durch den Kakao gezogen. Also ich will jetzt nicht großartig spoilern. Mhm. Die Kollegen im Chat, die den Channel abonniert haben und auch den Stream gucken, wissen, was ich jetzt meine. Ja, wie gesagt, also ich weiß, es gibt dieses War of Mine, hilf mir mal kurz auf die Sprünge, ja. Dieses Bürgerkriegsdrama, das ist ja nun wirklich auf die sehr ernste, harte Tour. Da musste ich auch selber schlucken beim Spielen teilweise. Aber so augenzwinkernd ist ja doch, also ich weiß jetzt nicht, welches war das in Wodon. Wie gesagt, es wird auch sehr oft, also sehr watschenhumormäßig drüber gebügelt. Aber kann man das in Videospielen eigentlich auch gut auf einem Mittelweg transportieren oder muss es wirklich auch bierernst sein? Also man sieht ja, dass es zumindest möglich ist. Ich glaube, die Frage ist eher, wie viele Leute wollen das. Ich meine, man sieht es ja auch bei Filmen. Alles, was sehr ernst ist und nicht einfach nur lockere Unterhaltung, hat es ja häufig auch da erheblich schwerer. Also zumindest in Relation zu dem, was man so als Blockbuster bezeichnet. Im Grunde, ich bin da ein bisschen zwiegespalten, weil ich glaube, High Five hatte da mal eine ganz interessante Diskussionsrunde mit dem Fritz auch zusammen, oder war es bei GameTube, wo es ein bisschen darum geht, sind Spiele Kunst, sollten sie Kunst sein, sollten sie irgendwie als sich auch ernsteren Themen, wie eben zum Beispiel, weiß ich, eben Sexismus, Rassismus, Krieg, Flüchtlinge oder solchen Sachen stellen. Am Ende ist es ja so, die Entwickler sind frei, was sie tun können und was sie tun dürfen. Und wenn es Leute gibt, die das kaufen oder spielen oder runterladen oder was auch immer, dann wird es funktionieren. Ich persönlich finde das Medium nicht unglaublich geeignet dafür, aber wäre es eine sehr persönliche Sichtweise. Ich glaube, hier Papers, Please oder so macht das schon ganz gut. Ja, das kenne ich auch. Oder hier, wie heißt das, hier Valiant Heart? Vom ersten Valiant Heart. Valiant Heart. Ich glaube, so ein bisschen schon Geschichte und Informationen rüberbringen schon. Groß mit der, wie nennt sich so, mit der Vorschlaghammer und mit der großen Moralkeule um sich schwingen, glaube ich, das funktioniert in Spielen nicht so gut. Ich persönlich, aber wie gesagt, ich ganz persönlich finde sowas immer eigentlich in Buchform oder auch in klassischer Videoform meist besser aufgehoben. Ich finde manchmal, ich spiele jetzt seit, weiß ich nicht, 25 Jahren oder so, ich muss nicht irgendwie eine offizielle Bestätigung der Gesellschaft haben, dass Spiele Kunst sind. Für mich sind reichen Spiele so, wie sie sind. Ich finde, ich habe immer Spaß daran gehabt und werde es hoffentlich auch künftig haben. Und ich weiß nicht, also ich brauche nicht diesen Ritterschlag, dass jetzt alle sagen, hey, toll, Spiele sind jetzt auch ernsthaft und so, aber wie gesagt, das muss jeder für sich selbst entscheiden. Ich glaube aber, dass gerade mit durch sowas wie Kickstarter, Steam, Indie, auch auf den Konsolen, ich denke, das wird mehr kommen und wird dann auch mehr Käufer kriegen in seiner bestimmten Nische, aber am Ende wird es wahrscheinlich ein bisschen wie der Independent-Film sein. Das gibt es einfach auch, ja. Und wer es nutzen will, kann es nutzen, und vielleicht gibt es dann auch Festivals und Preisverleihungen oder sowas dazu, aber ich denke mal, es wird eine Nische bleiben. Ja, also Nische ist natürlich, wie gesagt, ja, ne? Ich glaube, der Erfolg, der ist halt gedeckelt für sowas. Ne? Alles, was schwere Kost ist, das hat natürlich nicht es wird nicht Verkaufszahl haben wie in Avengers oder so. Grundsätzlich, ich glaube schon, ich traue dem Medium da sehr viel zu. Ich glaube, was ich vor Jahren, also vor mindestens 10 Jahren oder so schon im Vortrag gehört habe, ist, dass Computerspiele als einziges Medium in der Lage sind, irgendwo Schuld zu erzeugen, als Emotion, weil du tatsächlich als aktiv Handelnder Schuld haben empfinden kannst, weil du Dinge getan oder unterlassen hast. Ja. Ich glaube aber, das ist einfach noch, erstens ist es weit entfernt davon, also in der Erzähltechnik sind Spiele immer noch zu stark dabei, Film zu imitieren, anstatt selbst eigene Techniken zum Erzählen zu entwickeln, und die es hat, sind noch sehr primitiv, ne? Audiologs und so. Das heißt, ich glaube, das wird einfach sich noch weiterentwickeln müssen. Ich glaube aber, dass jetzt diese Schwemme an Indie-Spielen, in denen so viel ausprobiert ist, das ist ja auch das, was den Film häufig nach vorne gebracht hat. Von daher würde ich mir erwarten, dass sich die Entwicklung da beschleunigt. Ja, das denke ich auch. Ja. Holger, sind wir die damit Schwierigkeit ist nur, vielleicht um einen Kommentar noch dazu zu geben, was natürlich schwierig ist, wirklich ist tatsächlich, wie du sagst, ein bisschen auch die technische Umsetzung, weil
ernste Themen können momentan dann eher dann auch wieder, dann ist es fast wie ein interaktiver Film oder so. Man guckt irgendwie zu, hier und da, weil alles andere, Spiele sind halt interaktiv, man kann alles machen, auch im Schlechten. Man stelle sich jetzt vor, es ist ein Spiel, was irgendwie das Thema Schindlers Liste oder halt Auschwitz und Holocaust thematisieren will. Im Zweifel könnte es passieren, dass die Leute dort sehr unschöne Dinge dann tun. Das tun sie ja so schon immer. Und wenn man das nicht will, dann beschränkt man es wieder. Und das ist natürlich eigentlich mit dem Spiel und der Interaktivität dann wieder schwer zu vereinen. Ja. Und das ist, glaube ich, da wird noch einiges an Experimenten notwendig sein, da die richtige Balance zu haben, sodass bestimmte Sachen auch nicht komisch sind. Ich gebe dir recht, dieses mit Schuld und auch irgendwie Sachen zu hinterfragen, das kann Spiele sehr, sehr gut. Aber sie haben manchmal eben auch die Anfälligkeit, dann unfreiwillig komisch zu wirken oder Dinge, dass sie dann nicht so wirken, wie sie wirken sollten. Und deswegen muss man einfach mal abwarten. Also ich denke, da werden viele sich noch ausprobieren. Und am Ende liegt es ja an euch. Wer spielt, wer es kauft, unterstützt sowas und dann wird es mehr geben. Und wenn es keinen interessiert, dann wird es wahrscheinlich wieder verschwinden. Ja. Ich nehme an, dass das die Frage beantwortet hat, oder? Also mehr als deutlich. Vielen Dank. Alles klar. Danke, Holger. Ciao, schönen Abend. Bis denn. Schönen Abend so. Noch. Ciao. Dann schauen wir mal, weil ich habe gesehen, da haben sich viele Leute da hinzufügen. Darf ich eine kurze Anekdote zu Schuld und irgendwie moralischer Bedrängnis erzählen? Ist selbstverständlich. Ich weiß nicht, ob viele, ist das Spiel in Deutschland indiziert oder beschlagnahmt? Ich weiß nicht, egal. Welches denn? 4, das erste Original. Damals, indiziert, in der Originalfassung ja, aber es gibt eine geschnittene Fassung und du beziehst dich selbstverständlich auf die deutsche Fassung. Natürlich auf die deutsche. Da gibt es ja, ist ein altes Spiel, wahrscheinlich werden es die meisten Leute gar nicht mehr spielen, deswegen spoilere ich mal ein bisschen, man jagt da ja jemanden bis zum Ende und wird eigentlich immer mehr getrieben und merkt dann auch so, dass man immer weniger und weniger nachdenkt und nachher sitzt der Typ, ich weiß nicht mehr leider, wie er heißt, ist glaube ich auch so ein Halbbruder irgendwie, sitzt dann vor einem ohne Waffe. Und dann hat man halt, weil man so getrieben ist. Paxton Fettel ist genau, das, Paxton der Fettel, auf diesem danke. Stuhl schon so halb zusammengeschlagen genau. liegt. Und dann habe ich eigentlich, weil man so, also ich habe es relativ schnell am Stück durchgespielt, so im Rausch war ihn erschossen. Ja. Im Nachgang habe ich mir total, also ist mir erst bewusst geworden, dass ich eigentlich im Sinne der Maschinerie gehandelt habe und gar nicht mehr reflektiert habe, ob ich ihn töte oder nicht. Ja. Und das fand ich irgendwie, ist mir sehr in Erinnerung geblieben. Und das hat man dann, glaube ich, schon in Spielen mehr, als vielleicht, wenn man ein Buch liest oder so. Clevererweise ist das ja sogar ein bisschen Thema des Spiels, ne? Diese ganze ferngesteuerte, ja, genau. diese, diese Klonarmee und sowas. Ja. Also da traut man 4 gar nicht zu. Aber das war... Super Spiel übrigens. Also. Ja, auch das zweite 4. Das zweite 4 hat ja eine ganz eine bedrückende Endsequenz, wo dein männlicher Hauptcharakter quasi von Alma vergewaltigt wird. Ja? Das ist eine ganz bizarre Sequenz und das ist eigentlich auch ein totaler Bruch mit diesen Konventionen, dass Spiele eigentlich immer diese männlichen Gewaltfantasien realisieren und dann ausgerechnet, dass quasi hier im Bereich der sexuellen Gewalt umgekehrt wird. Das ist eigentlich eine Szene, da kann man, glaube ich, sehr viel drüber diskutieren. Die ist sehr stark und das Spiel war einfach nicht stark im Fokus der Öffentlichkeit. Ist ja leider auch in Deutschland, glaube ich, gar nicht. Also das ist, glaube ich, wirklich beschlagnahmt. Das ist ja Condemned 2. Ja. Ich darf es nicht loben, aber eigentlich ist es halt von der Story, von den Charakteren und wie es Story vermittelt, immer noch außergewöhnlich. Sowieso auch das erste Condemned, es ist jetzt insgesamt, ehrlich gesagt, fand ich das nicht so stark als Spiel, aber es hat diese Szene am Schluss, wenn du dich dieser Grizzly Bear in dieser Hütte verfolgt, und die ist wirklich, wirklich ganz intensiv umgesetzt. Also das muss ich echt sagen, ganz starke Szene. So, glaube noch in der Zeit vor so Amnesia und so, wo du so völlig in so eine Rolle von einem völlig Hilflosen auf einmal verfällst. Aber ich fand ehrlich gesagt zum Beispiel das Kämpfen, gerade auch in Condemned 2, gerade auch mit den Waffen, wie die sich angefühlt haben. Ich war immer großer Monolith-Fan. Das haben, weiß nicht, ich habe kaum ein Spiel in Erinnerung, was das so gut hingekriegt hat. Ja, wie gesagt, es war halt übertrieben mit den ganzen Kämpfen und dadurch dann auch wohl zu, also kann man schon sagen, zu Recht indiziert und dann auch beschlagnahmt, aber per se vom Spieldesign herausragend. So, der. Dann gucken wir nochmal. Wir haben hier lauter Leute, die sind neu hinzugefügt. Das heißt, wir gucken mal, ob Jakob uns von uns angerufen werden möchte. Er sieht nicht aus, als wäre er online, ehrlich gesagt. Dabei ist es erst von 20.21 Uhr. War Jakob so ungeduldig? Wir probieren das mal aus.
Guten Abend. Guten Abend. Ah, hervorragend, es hat doch Hallo. Funktioniert. Es sah erst aus, als wärst du offline, aber wunderbar. Okay. Hübsches Profilbild. Ja, danke schön. Sehr gelungen. Ja, dann. Bitte, stelle uns Fragen. Dann stelle ich einfach mal Fragen. Moment, ich habe mir sogar was aufgeschrieben. Jetzt muss ich nur kurz schauen. Oh. Damit ich es nicht vergesse. Ist es eine Ansprache oder eine Frage? Es ist nur eine Frage, aber ich bin sehr vergesslich, deswegen Okay. Muss ich mir immer Sachen aufschreiben. Geht mir auch so. Ich habe auch immer, oder viele von uns, André hat hier auch einen Blog liegen, also immer Stichwort oder Listen machen für den Tag. Was ja, aber das ist meine Checkliste fürs Wochenende, die ich mit Christian durchgegangen bin. Also auch mit Fritz immer. Fritz hat ja ewig kleine Zettel, also Christian Schneider drüben vom Content Management und wir sind alte Männer. Und Annie lebt mit Post-its. Ja, überall. Stimmt, ja. Ja. Ich finde ihn leider nur nicht, aber das macht ja nichts, da können wir einfach spontan. Aber wir haben doch gerade festgestellt, das können wir nicht. Ja, natürlich, dann nehmen wir einfach, was ist denn gerade so beliebt als Thema zum Diskutieren? Witcher 3. So. Ja, da geht's los. Da diskutiert man immer gerne drüber. Und zwar bin ich absoluter Fan der ersten beiden Witcher-Teile und auch der Bücher. Also ich kenne mich da relativ gut aus. Aber mein Problem mit Witcher 3 ist, dass ich es einfach nicht glaube. Diese Welt, was die da erschaffen wollen, ich kann mir nicht vorstellen, dass die das so gelungen, also die von CD Projekt, dass sie das so gelungen, dass ihnen das so gelingt, so eine Welt zu kreieren, wie sie es immer in den Trailern anpreisen. Und da würde ich jetzt gerne mal wissen von euch, weil ihr seid ja die, die sich schließlich damit am besten auskennen, wird es denn wirklich der Kracher? Ja, ich habe vorhin am Anfang von Feedback, habe ich ehrlich gesagt schon 10 Minuten damit zugebracht zu sagen, dass ich selber extrem skeptisch bin, ob es die Firma, die 2 erheblich linearere Spiele in katastrophalem Zustand auf den Markt gebracht hat, schafft tatsächlich ihr erstes großes Open-World-Spiel fehlerfrei auf dem PC zu veröffentlichen. Das glaube ich, wenn ich es sehe. Insofern kann ich dir da eigentlich nur weitgehend zustimmen. Mal abgesehen davon, dass ich auch nicht so ein Riesenfan der ersten beiden Witcher-Titel bin. Finde ich schon gut, aber ich bin jetzt keiner, der sagt so, best ever. Also ich fand die ersten beiden super, aber auch die ganzen Bugs von den ersten beiden, das war, dass die dann erst eine Enhanced Edition und so rausbringen mussten und CD Projekt so als unbekanntes kleines Studio, wovon man eigentlich davor, vor Witcher, nichts gehört hat. Weil sie das war auch ihr erster großer Titel. Weil sie nichts richtig gemacht haben davor. Also ich glaube, ehrlich gesagt, wir sind da alle, ich kenne das, also ich bin auch jetzt nicht der Witcher-Experte, ich kann da auch nur auf das, was Heiko und Micha erzählen ein bisschen oder auch Jochen letztes Jahr von der E3 oder so erzählt hat. Ich glaube, ehrlich gesagt, die Wahrheit wird irgendwo dazwischen liegen. Ich glaube, das wird wieder ein großartiges Spiel für Leute, die solche Rollenspiele mögen. Es wird nicht Gott vom Himmel steigen. Wer das erwartet und hofft, der kann nur enttäuscht werden. Da muss man, glaube ich, auch selbst ein bisschen Abstand zum eigenen persönlichen Fan-Hype irgendwie haben. Wie gesagt, ich glaube, das wird ein gutes Spiel. Da wird es sicherlich auch einen Day-One-Patch geben und vielleicht auch ein paar Patches danach. Was man so jetzt bisher gesehen hat, wir haben ja irgendwie, auch die Maxi hat schon relativ weit reingespielt. Das ist schon beeindruckend alles. Da ist schon wahnsinnig viel drin. Wird es, aber ganz ehrlich, in Skyrim, man könnte Stunden an Videos füllen, um Bugs und Glitches in Skyrim zu zeigen, aber es ist deswegen ein schlechtes Spiel? Nee, es ist trotzdem eins der besten Spiele überhaupt, die je gemacht wurden. Also da bin ich zwar nicht ganz... Okay, aber bin ich der Meinung. Aber es gibt zumindest... Aber es gibt zumindest Leute, die Skyrim trotzdem sehr gerne haben oder auch Oblivion und die waren auch alle nicht technisch perfekt. Wir hatten ja von Gothic das Beispiel, ganz ehrlich, Gothic 1. Du hast Morrowind falsch ausgesprochen. Ich habe Morrowind falsch ausgesprochen, Entschuldigung. Sag sogar Skyrim, wenn du Morrowind sagen willst. Ach so. Aber selbst Morrowind, also ich erzähle ja immer gerne die Geschichte, aber ich habe auch Morrowind einfach nur gespielt, ohne die Hauptstory zu folgen. Die war irgendwie langweilig, aber man konnte in der Welt so viel machen. Ja. Und ich denke, in Witcher wird es auch so sein. Das ist eine riesengroße Welt, die technisch sehr, sehr eindrucksvoll gebaut ist. Und CD Projekt hat schon durchaus bewiesen, dass sie auch coole Geschichten und coole Charaktere erzählen können. Und ich glaube, das wird schon sehr gut werden. Aber wie gesagt, das ist nicht...
der Gral, der jetzt, wonach wir dann aufhören können, GameStars zu veröffentlichen, weil es wird kein Spiel mehr geben, was besser ist. Also das wird schon auch seine Ecken und Kanten 100%. Haben. 100%. Wenn man Heiko reden hört manchmal, hat man das Gefühl. Also, wenn es denn wirklich so sein sollte, wie es in den Trailern so immer angepriesen wird, was natürlich nicht immer der Wahrheit entsprechen kann. Was? Nein, Trailer lügen aber, nicht. Aber da wollte ich nur sagen, also das, was sie da versprechen, was ich auch bei euch von den Artikeln und so gelesen habe von Heiko und die ganzen Interviews, also wenn ich das höre, da kann das schon eigentlich sich den Thron, auf dem gerade Skyrim sitzt, kann den schon locker ergattern. Schon, genau, aber das meinte ich ja eben, aber selbst eben, ist ja in jedem Genre so, auch in Warcraft 3 wird sicherlich zu Recht von vielen als eines der besten Strategiespiele aller Zeiten angesehen, aber trotzdem, das Add-on war besser. Oder dann kommen andere Spiele, die dann auch wieder besser sind oder nochmal andere Sachen. Wie gesagt, ich glaube, Witcher wird ein großartiges Spiel, da vertraue ich den Kollegen einfach mal schon so weit, dass, was sie erzählt haben, aber es wird halt nicht fehlerfrei sein und es wird nicht jeglichen Traum, den man da irgendwie bisher vielleicht auch in einem Trailer suggeriert bekommt, vollständig erfüllen. Aber ich glaube, das muss es auch nicht. Ich glaube, man muss sich auf das Spiel dann einlassen, muss auch ein bisschen den Werbehype dann einfach abschalten und Spaß haben. Ja, also ich meine, ich kann mich nur wiederholen, also ich fand die ersten beiden super und allem Anschein nach wird der dritte jetzt 1000-mal so groß, 1000-mal so umfangreich, 1000-mal so lang. Mir würde es aber auch schon reichen, wenn es einfach nur 1,5-fach so gut wäre, wie der zweite Teil. Deswegen. Du weißt, Redundanz ist der Feind des Livestreams. Aber bevor wir dich kicken, jetzt habe ich nämlich eine Gegenfrage. Weil du ja Witcher-Fan bist und weil du dich gut auskennst. Ja? Wir haben, der Heiko und ich haben ja neulich einen Gamewatch gemacht zum Witcher-Trailer. Okay. Und da kommt eine Szene drin vor, wo Geralt irgendwelche frivolen Dinge auf einem Einhorn anstellt. Oh, und ich habe, als ich das gesehen habe, gesagt: Was ist das für eine lächerliche Scheißszene? Ja, das passt ja gar nicht. Und daraufhin haben mich Witcher-Fans belehrt darüber, dass das ja aus den Büchern stamme und einfach nur Fanservice ist. Jetzt erklärst du uns, warum ist dieses Einhorn in diesem Trailer, was ist da in den Büchern und ist das in den Büchern nicht auch einfach nur albern? Albern ist es auf jeden Fall, da kann ich dir hundertprozentig zustimmen. Und was es mit dem Einhorn auf sich hat, also ja, die beiden Personen, die es da tun, sind ja Geralt und seine Zaubererfreundin Yennefer. Und Yennefer, die hat sowieso einen kleinen Dachschaden, wie viele Witcher-Fans wissen. Und Geralt, der lässt sich eigentlich auf jeden Mist ein, den die sich ausdenkt. Mhm. Und dann, wenn sie vorschlägt, ja, dann lass es uns doch auf dem Einhorn tun. Da zögert, glaube ich, Geralt nicht lange rum. Sagt einfach, boah, warum eigentlich nicht? Und dann machen sie es halt einfach. Also, es ist albern, ja. Ja. Da steckt nicht viel dahinter, aber. Also, aber du willst mir erzählen, auch in dem Buch haben die halt einfach nur auf einem, wie ich gelernt habe, ausgestopften Einhorn geschnackselt, ja? Also, ich glaube, das ist, soweit ich mich erinnern kann, erzählt er das nur nach, dass sie es mal da getan haben und dass Geralt das eigentlich auch relativ komisch fand, aber Das ist einfach gemacht, weil es ist halt jedenfalls seine Freundin und dann. Wieso nicht, ne? Ja, Glückwunsch. Ja, naja. Also auf jeden Fall gespannt auf Witcher. Wir haben hier große Pläne schon geschmiedet. Also da wird eine ganze Menge natürlich auch im nächsten Heft und gerade auch videomäßig und so. Toi, toi, toi. Ja, toi, toi, toi. Ich darf noch kurz eine kleine Zwischenfrage. Natürlich, immer. Weil ich habe, glaube ich, gesehen, auf Facebook habt ihr heute gepostet, dass irgendeine Testversion eines Spiels noch nicht da ist, an der Michael Graf verzweifelt vor einem schwarzen Bildschirm saß. Könnte das etwa The Witcher 3 sein? Ist nicht ganz auszuschließen. Ja. Ist nicht ganz auszuschließen. Okay, ja. Gut. So. Das Jakob. War's von meiner Seite. Genau. Aber wir hoffen, sind guter Dinge, da nächste Woche was Spielbares zu kriegen und dann wird es dann auch bald losgehen mit der vollen Packung Witcher 3. Toi, 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 wie gesagt. Ja. Wir sind gespannt. Mach's gut, Jakob. Schönen Abend noch. Servus. Bis denn. So, einen machen wir noch, dann muss ich langsam Schluss machen. Was haben wir denn hier noch am Start? Es hat sich natürlich wieder keiner wie gefordert die Mühe gemacht, mir zu sagen, über was er reden will, außer Sebastian Kegel, der will aber über Kojima reden und warum ich seine Spiele nicht mag. Da bin ich kein Experte, da bräuchte man Michi. Da muss ich länger ausholen. Ich habe da in GameStar TV sehr, sehr polemische Dinge gesagt.
Ich kann aber Sebastian Kegel jetzt schon mal sagen, dass ich das nicht in dieser nicht so böse meine, wie ich das gesagt habe. Ich dachte, es wäre verständlich, dass das etwas humorig ist, um den Michael Obermeier aufzuziehen, der ein Kojima-Fanboy ist. Wir probieren es mal hier mit Michael Ecker, hätte ich gesagt. Der ist immerhin von 20.17 Uhr. Ich hoffe, er hat lange genug gewartet. Sieht zwar auch wieder so ein bisschen offline aus, aber wer weiß. Gucken wir mal. Dum, 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 dum. Da klingelt es nicht mal. Das ist meistens ja kein gutes Zeichen. Wenn die Leute anfangen, im Skype nicht mehr ans Telefon zu gehen, weiß man ja auch, es ist meistens dann Zeit, Schluss zu machen. Ja? Wenn der Leser oder der Zuschauer schon im Bett ist, sozusagen. Steffen Weiler. Hab Fragen. Steffen Weiler sieht aus, als wäre er online. Gucken wir nochmal. Na? So. Oh mein Gott. Rudolf Mooshammer als Skype-Avatar. Ein gewagtes Bild, hallo. Steffen. Hallo. Ja, das ist eine lange Geschichte. Aber wegen der, die hören wir uns ein anderes Mal an. Du hast ja eine Frage, bitte. Und zwar, ich bin sowohl GameStar Plus als auch GameStar Abonnent. Hervorragend, so, das sollte jeder sein. Und freue mich immer aufs Printmagazin jeden Monat. Und in den Printmagazinen hängen immer zwei DVDs. Aha. Und mit denen mache ich Folgendes: Ich tue sie raus und lege sie irgendwo hin und schmeiße wahrscheinlich irgendwann weg, weil ich die Videos meistens oder beziehungsweise alle schon von der GameStar Homepage kenne. Ich gehe jetzt mal davon aus, dass jeder, der so eine GameStar holt oder sie gar abonniert hat, Internet hat und wahrscheinlich auch mal auf eurer Seite ist. Warum werden Ressourcen ausgegeben, um noch eine DVD ins Heft zu machen, und warum wird das Heft dafür nicht größer gemacht? Weil ich nutze das Internet meistens für Videos und lese dann im Heft. Komplizierte Frage, ich versuche es zu beantworten. Was die ganzen DVDs angeht, das ist wirklich schwierig. Es gibt Leute, die tatsächlich noch wegen langsamem Internet oder auch vom Land her, wir haben da mal wieder Umfragen, deswegen auch eine DVD kaufen. Ich glaube, André hat es auch schon öfter mal gesagt, wir schaffen es einfach vom Team her nicht, irgendwie eine DVD komplett einzeln zu befüllen und dann noch für online was zu machen. Wir müssen irgendwie da gucken, das zusammen zu kriegen. Es wird vielleicht im Rahmen von Plus eher noch ein paar mehr Plus-Inhalte, also dann nur reine Abonnenteninhalte geben. Das wird sich aber dann trotzdem mit dem Heft überschneiden. Ich habe da keine einfache Antwort. Es ist einfach, wie gesagt, es gibt viele, die DVD noch unbedingt haben wollen. Wir haben ja auch nur die DVDs im Abo selbst angeboten. Das ist eine alte Entscheidung gewesen. Ich weiß nicht, ob sie wirklich so sinnvoll ist oder ob man das Magazin auch einzeln im Abo dann zum Beispiel mit dem Plus oder so machen kann. Da reden wir immer mal wieder drüber. Das hat sehr viele reine vertriebliche Gründe. Ja, wie gesagt, ist nicht so auf eine einzige Sache runter zu brechen, kann aber deinen Punkt verstehen, dass man, wenn man die Sachen schon gesehen hat, dann das nicht mehr braucht. Ja, wie gesagt, da muss man einfach mal gucken, was da der beste Weg ist. Aber momentan wird sich da erstmal nicht so viel ändern können, zumal wir natürlich auch die Vollversion über die DVD mit, ausliefern. Aber das ganze DVD-Thema ist eher was, ja, was uns auch ein bisschen Bauchschmerzen bereitet, so ehrlich darf ich sein, weil das sieht man auch bei den bei PC Games oder Computerbild, das hat weniger Wert, als es mal früher hatte. Also das ist auf jeden Fall, hat sich das stark gewandelt. Ja. Ich meine, ihr habt es, glaube ich, auch schon mal, die Frage habe ich auch schon zigmal beantwortet. Es gibt immer noch Leute, die uns immer wieder in den Umfragen und auch in Leserbriefen sagen, dass es halt so zu ihrem GameStar-Ritual gehört, diese DVD in ihren DVD-Player zu packen und das dann halt am Fernseher zu schauen. Also ich habe zu Hause, mein Desktop-PC hängt an meinem Fernseher. Ja. Aber ganz bei relativ vielen oder einem Teil zumindest der Leute ist immer noch diese klassische Teilung. Die haben ihren Fernseher irgendwo stehen und dann haben sie irgendwo ihren Arbeitsplatz oder ihren Rechner mit einem Monitor stehen. Und es ist bequemer natürlich, solche Videos irgendwo auf der Couch zu schauen. Ja. Und für die Leute scheint es immer noch so zu sein, dass sie ganz gerne diese DVD schnappen, irgendwo hinschleppen und sich dann diese DVD anzuschauen, quasi halt auf einem Fernseher. Wir hatten, glaube ich, im Dezember erst irgendwie nochmal eine Umfrage bei der GamePro gemacht, wo wir genau das Gleiche so ein bisschen wollt ihr eigentlich noch die DVD, guckt ihr da eigentlich noch? Und das war auch wieder doch ein höherer Prozentsatz, ich glaube, es waren über 40, 50%, die wirklich gesagt haben, doch, wir kaufen eigentlich das Heft wegen der DVD.
Und ja, dann ist es halt schwierig. Das mit den mehr Seiten, ja, auch das ist an sich haben wir mehr redaktionelle Seiten in den Heften als zumindest so vor einem Jahr, weil einfach die Werbung immer mehr zurückgeht. Mhm. Der GamePro ist am krassesten zu sehen, da haben wir teilweise nur noch 1-2 Seiten Werbung drin, aber auch selbst in der GameStar ist weit weg von den Höchstständen, weil kaum noch Print gebucht wird und das wird natürlich dann redaktionell aufgefüllt. Wir würden ganz gerne, das haben wir ja schon ein bisschen angefangen und wenn es nach mir geht, werden wir es auch weiter noch weiter ausbauen, mehr gerade im Bereich Hintergrund, Reportage, Special in die Hefte eher packen und weniger auf Preview und Tests in den Heften gehen. Da schon die großen und wichtigen oder das, was wir halt als groß und wichtig ansehen, reinnehmen, aber da werden wir eher noch weiter weggehen und wir einfach glauben, das Internet gewinnt da immer. Mhm. Wir können nicht so aktuelle Testberichterstattung machen. Es gibt kaum bis gar keine Vorabversionen mehr von Spielen. Und wenn, dann gibt es irgendwelche Test-Events, wo man nicht gescheit so richtig alles testen kann. Und damit hängt dann das Heft immer hinterher. Und wir bin eigentlich ganz zuversichtlich, weil auch das Feedback der Leser in die Richtung ganz klar ist. Die Leute wollen dann lieber andere Sachen, gerade im Reportagebereich, wo der Micha sich drum kümmert, Meinung und so weiter und so fort, was haben. Und ich glaube, das funktioniert einfach auch in Print besser als in Online. Ja, das glaube ich auch. Ich glaube auch generell, ich meine, wir experimentieren jetzt hier bei den Videos sowieso mit diesen Mini-Reportagen, also wie auch diese Call of Duty-Geschichte. Auch wenn ein bestimmter Vollidiot behauptet hat, Advanced Warfare sei nicht für PS3 und Xbox 360 erschienen, obwohl das tatsächlich der Fall war. Ja, aber zeige auf keine Person. Ja, vielleicht ist er anwesend, vielleicht auch nicht. Ja, aber das heißt auch da, wir gucken ja, dass wir da sozusagen dieses Paket, also diese Ergänzung, dass die DVD vielleicht auch hinterher ein bisschen eine Ergänzung sein kann zu dem, was man halt liest. Ne? Also das gilt natürlich nicht nur für die DVD, sondern dass Videos auch begleitend sind und Dinge nochmal illustrieren, die in einem Artikel zum Beispiel vorkommen. Heute ist der Artikel von dem Jan Puroka zu DirectX 12 online gegangen und ich habe im Grunde genommen nicht viel mehr gemacht, was genug Aufwand ist, aber als das, was der da beschreibt, in einem Video nochmal zu visualisieren. Ja? Und auch das ist halt eine ganz nette Funktion, dass man halt sozusagen Dinge die hat, die so ein bisschen ineinander greifen. Ich stelle mir immer ganz vor, dass das eigentlich auch eine sehr gute Funktion von den Videos sein kann. Oder halt statt Screenshots, du weißt, ich laufe hier seit Wochen rum und sage den Leuten, sie sollen nicht immer nur in Screenshots denken, sondern sich auch überlegen, ob man Videos nicht wie einen Screenshot verwenden kann, um einfach Dinge zu illustrieren. Dass ich, wenn ich schreibe als Redakteur, die KI ist mies, dann zeig halt ein kurzes Video von der miesen KI, benutzt das wie ein Screenshot. Und wir müssen nicht entweder ein Special-Video zur KI machen oder einen Screenshot. Es gibt Möglichkeiten, auch noch Dinge dazwischen zu machen. Aber das ist ein bisschen ab von dem Thema, warum es diese DVD gibt. Weil ich das auch öfter lese, hier ist ganz kurz noch eine Frage aus dem Chat hier vom Kazuga mit GameStar-Seite und GameStar Plus und deswegen auch kein Abo. Da werden wir auch manchmal so gefragt, irgendwie, was ist denn besser, wenn wir euch unterstützen wollen, Abo Print oder Abo Online oder so. Die Wahrheit ist ein bisschen, eigentlich ist es egal, wer uns unterstützen will und irgendwie ein Abo hat, ist natürlich das Beste immer, aber wir versuchen nicht, Leute irgendwie in alles zu treiben oder hey, du musst das und das oder so haben und eigentlich, wenn es auch nur nach mir geht, das entscheide ich nicht, das macht ein anderer Kollege, würde ich auch gerne den Abonnenten halt zum Beispiel so viel GameStar Plus dazugeben. Ich weiß, du bist da auch, glaube ich, ein Fan von. Ja, auf ewig auf Daniel eingeredet. Genau, das hat halt auch eher manchmal dann einfach reine unternehmerische Gründe, aber wir werden auch nochmal gucken, wie wir das besser verzahnen können, dass wenn man das Heft kauft, auch irgendwie Plus dann zumindest für einen Monat dann mit dazu kriegt oder irgendwie solche Kombinationsmöglichkeiten, die es ja bei anderen Zeitschriften auch oder Zeitungen gerade auch gibt. Wie gesagt, wir wollen eigentlich ein Angebot machen, was Leute für klassisch fürs Magazin nutzen, weil sie sagen, sie wollen tatsächlich noch was in gedruckter Form haben, sie wollen das irgendwie im Zug, auf dem Klo, wo immer auch sie das halt konsumieren wollen, nutzen. Und andere sagen halt, okay, ich bin jeden Tag gerne auf der GameStar und ich nutze das da viel und die Werbung stört mich und ich möchte noch ein bisschen extra was haben, dass die das dort nutzen. Von daher ist beides ein bisschen halt für unterschiedliche Nutzerkreise ausgerichtet, aber vielleicht kriegen wir es noch ein bisschen besser, wenn beide Sachen zusammenkommen, irgendwie verheiratet. Auch da muss man auch fairerweise sagen, wir sind da ein relativ kleines Unternehmen, testen auch ein bisschen aus. Ich habe
erst gestern mit Daniel Visarius, der ist halt für den GameStar Plus Bereich zuständig, geredet und wir haben jetzt nochmal gesprochen, also so wie es momentan aussieht und läuft, würden wir wahrscheinlich mehr Reportage noch in Auftrag geben und mehr Artikel produzieren lassen, die für Plus und die fürs Magazin dann verwendet werden können, weil wir sehen, das kommt an, darüber kriegen wir Abonnenten und ja, dann werden wir diesen Weg auch gehen. Ja. Jetzt haben wir den Steffen schön am Apparat gelassen, damit er uns nicht abhauen kann hier. Nochmal Bonus zugelabert, wenigstens einen Zuschauer, der uns nicht abhaut. Hast du sonst noch eine Frage oder ich wollte jetzt nicht total abweichen, sorry. Ja, also eine Frage hätte ich noch, die eine überspringen wir jetzt einfach, meine letzte Frage und ja, die ist einfach wichtiger. In so Monaten wie jetzt der kommende, wo eigentlich bis auf The Witcher 3 jetzt kein großes Spiel rauskommt, warum werden so selten Kontrollchecks gemacht zu Spielen? Zum Beispiel Diablo 3 hat ja jetzt ein Add-on bekommen, vor über ein Jahr schon, hat sich aber durch Patches nochmal so viel erweitert, dass es doch wieder für manche vielleicht einen Blick wert wäre. Oder halt zu MMOs oder so. Ist gut, SWTOR, also Star Wars The Old Republic ist ja jetzt Free-to-Play, da könnte man so reinschauen. Aber das sind Spiele, wo ich mir sage, gerade bei den Abo-Spielen, da gucke ich jetzt nicht auf Risiko, ich zahle 13 Euro, um dann wieder mal zu gucken, wie es ist, sondern wäre froh, wenn vielleicht ja, die GameStar da einen Kontrollbesuch macht und sagt, hey, ist vielleicht besser geworden oder lohnt sich immer noch nicht? Warum, wenn gerade in so Monaten so wenig Kontrollchecks gemacht? Das ist ein sehr gutes Feedback. Ich bin da genau auf deiner Seite. Weißt du das sofort? Das sage ich auch immer. Ich werde das den Chefredakteuren gleich mal wieder aufs Brot schmieren. Ja. Themenkonferenz. Ich bin da ehrlich gesagt völlig bei dir. Also die Petra sitzt zum Beispiel gerade jetzt an einem Counter-Strike Go-Kontrollbesuch. Wir hatten für gar nicht so lange Zeit jetzt irgendwas zu irgendeinem Rollenspiel nochmal einen Kontrollbesuch. Ja, haben wir bei SWTOR haben wir was gemacht. Aber genau. Das war jetzt, glaube ich, kein so richtig richtiger Kontrollbesuch. Ich bin da ein großer Fan von, gerade von den Spielen, die lange laufen. Also sowas eben auch wie in Dota, du hast es erwähnt, Diablo, Minecraft, was es alles da draußen gibt. Ich bin da, wie gesagt, ein großer Freund von, predige das öfter, werde nicht immer gehört. Am Ende muss die Chefredaktion selbst entscheiden, was sie für Inhalte erstellt. Und aber ja, das Feedback ist gehört und wird nochmal pointiert weitergegeben. Alles klar. Ja, schönen Dank, Steffen. Ne? Mach gut. Danke, ciao. Ciao. Tschüss. Hat ja noch gefehlt hier. So, ja, wunderbar. Also, Damen und Herren, alles hat ein Ende. Ja, besonders die schönen Dinge. Und deswegen ist auch Feedback heute erstmal rum. Vogt20 sehe ich gerade noch zweifelt an, dass wir ein kleines Unternehmen sind. Ja, ist immer in Relation zu sehen, glaube ich. Ja, ich meine, wir sind, wie viele Leute sind es aktuell hier? Ein paar und 60? Also jetzt hier in München sind es 62, 63. Ja. Aber das ist ja eben nicht nur die GameStar. Genau. Darf man nicht vergessen, wir haben halt mittlerweile doch viele andere Sachen auch. Und wir haben noch immer in Berlin 8-9 Leute. Also insgesamt sind wir um die irgendwie also knapp 70 Leute. Mhm. Wenn ich immer sage, wir sind ein kleines Unternehmen, dann betrachte ich das halt im Vergleich zu, weiß ich nicht, Springer oder Bertelsmann oder RTL oder ProSieben oder eine Chip oder Spiegel.de oder solche Sachen. Da sind wir, natürlich gibt es noch kleinere Webseiten und unter den Spiele-Webseiten sind wir sicherlich auch eher die größere, aber insgesamt gesehen sind wir schon relativ klein und ja, wir sind ein mittleres, so nennen wir uns ja auch mal, ein solides, mittelständisches deutsches Unternehmen. Ja, so sieht's aus. Ja, wunderbar. Also, ich bedanke mich. Ihr habt wieder sehr lange mit uns durchgehalten. Vielen, vielen Dank. Danke, dass du dazugekommen bist. Super. Ja, dass du mich nicht gleich rausgeschmissen hast. Das war ja mitten in der Sendung. Ich kann da ja nicht einfach mal. Dann sei einfach raus. Ja. Genau. Ja, wenn ihr das nächste Mal auch wieder dabei sein wollt, das würde mich sehr freuen. Haut rein. Wir haben ein langes Wochenende vor uns. Juhu. Ich bin gespannt. Der Kollege Stange und der Kollege Obermeier haben für morgen, glaube ich, Sebastian und Michi am Sonntag fantastische, nette kleine Videos vorbereitet.
Ich lade jeden davon dazu ein, sie sich anzuschauen. Wir haben extra vorgearbeitet für das Wochenende. Ja. Vorbildlich. Ja, seht zu, meine Mai-Abrufzahlen müssen auch gut werden. Ich hoffe, der Herr Häuser hat schon gesehen, dass auch der April hier wieder... Echt? Ne? Nee, ich habe noch nicht reingeguckt. Mhm. Ich habe nur die Gesamtzahlen mir von gerade angeguckt. Es lohnt sich. So. Ja, also, vielen Dank, macht's gut, bis zum nächsten Mal. Schönen Abend, ciao.